Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Rüegg. Togo Bellantini. Luca Fontan. Wir haben es geschafft. Ja. Es ist ja gut, wenn man in der Aufnahme 10 Sekunden vorher merkt, stimmt, was machen wir für eine Reihenfolge? Professionell, ach, wie eh und je. Und genau, professionell wird auch wieder die Folge. Vor allem, wenn Simon nicht dabei ist. zwei Wochen haben wir ihn ausgeschlossen. Haben wir in die Jam-Ecke gestellt. Ja, ganz weit weg, ganz weit weg. Jam-Ecke wirklich über Ozeane hinweg. Genau, es ist in der Flitterwoche. Ich hatte es vorher gesehen, es hier am Victoria 3 Game. Hat er noch irgendeinen Laptop mitgenommen? Oder? Sicher nicht. Komische Sache. Oh, geil. Ja, gut. Also, wir haben verschiedene Themen. Wir fangen an mit den News. Dann reden wir als erstes über die RTX, die Nvidia-Grafikkarte 4090, die möglicherweise Überhitzungsprobleme hat, also dass die Uhren Stecker schmürzeln. Dann Hitzig, ja, ist auch das Drama mit Bayonetta, mit der Synchronsprecherin. Dann gibt es positive neue News zu Age of Empires. Dort gibt es ein paar neue Auflagen. Und dann haben wir am Schluss noch den neuen CEO von DC. Du, Domi, gell? Du hast das Red Magic 7S Pro. Das ist eine super Bezeichnung. Das ist ein Gamer-Smartphone, oder? Genau, ein riesen Name für ein riesen Smartphone. Das bin ich gerne am testen. Okay, mal schauen, ob mit dem besser Games. Ja. Und dann ist House of the Dragon, ist jetzt die letzte Folge gelaufen, gell? Luca. Ja, die ist gelaufen am Sonntag, vom Sonntag auf den Montag. Und wir haben, ganz am Anfang, nach der ersten Folge, haben wir mal so einen ersten Eindruck gehabt. Darum würde ich sagen, dann heute ein Resümee ziehen und schauen, wie das gewirkt hat. Und Zwischenbilanz ziehen wir auch bei Andor. Ich glaube, jetzt sind wir auch ziemlich genau in der Mitte. Oder sind wir sogar zuerst drüber, oder? Ja, jetzt sind wir sogar eins drüber. Eins drüber, ja. 6 und dann, 12, sorry, ich unterbreche 12. Die Bilanzzeit. Es wäre jetzt... voll easy. Ich habe nicht gemeint 12, ja. Genau, 12 werden es insgesamt sein. 7, ist heute jetzt die 8, jetzt, wo wir am Aufnehmen sind? Ist, glaube die 8 online gegangen, die haben wir jetzt noch nicht geschaut. Ich habe erst nur 7 gesehen. Ach, ich habe keine Zeit, um die auch noch zu schauen. Ich muss so gerade vorspielen. Ich habe noch Chucky ein bisschen geschaut. Eigentlich nicht so weit, wie ich wollte, aber ich glaube, es langt gleich, um da mal einen ersten Eindruck zu erzählen. Und das passt einfach so gut in den Monat rein. Dann, genau in der Spielecke, wie erwähnt, das God of War Ragnarök. Dort können wir einfach so einen kleinen Ersteindruck geben. So einen Preview-Eindruck dürfen wir dort, können wir etwas erzählen. Dann Marvel Snap, haben wir, glaube ich, alle gespielt, oder? Yes. Und genau, dann erzählt der Domino über Mario und Rabbids, Sparks of Hope. Ich glaube, das wird eines von denen, wo das muss ich irgendwie noch reinbringen. Ich glaube, das muss man einfach noch gespielt haben. Das kann man gut über Weihnachten nachholen, finde ich. Ist schön, das Weihnachtsspiel. Ja, aber dann kann ich es nicht in so die Jahres Best of the Year Ding, das muss da irgendwie rein, weil ich habe das Gefühl, dass meine Top 10 könnte das eben schon noch reinkommen, wenn ich das würde spielen. Ja gut, also, dann vielleicht Top 10 von der Skandal kommt vielleicht die hohe Grafikkarte von Nvidia rein, erstens wegen ihrem exorbitanten Preis und die ist wirklich, ich habe das Gefühl, die ganze Launch ist irgendwie begleitet gewesen von Skandal und Ausrufen. Und jetzt haben auf Reddit haben ein paar User gemeldet, das ist wirklich, glaube ich, erst eine Handvoll, dass wenn das Stromkabel oder Grafikkarte muss ja mit dem Netzteil direkt verbinden mittlerweile. Ich frage mich auch, wenn das mal angefangen hat. Aber ja, das ist jedenfalls ist das schon seit Jahren gang und gäbe, dass sie extra Strom brauchen. Ja, und die haben auch Fotos gezeigt, dass der Stecker dort geschmürzelt ist. Und erstens es ist grundsätzlich besorgungserregend, aber auch wirklich einfach krass bei dieser Grafikkarte, die noch so teuer ist. Ja. Also sind das Einzelfälle, Mantix-Modell oder gibt es da mehrere Preise? Das weiss man nicht. Es sind jetzt Einzelfälle, aber Nvidia hat einfach zur Stellung genommen. Also gegenüber Verge haben sie gesagt, sie untersuchen die Vorfälle. Okay. Also ist jetzt nicht mehr einfach nur so höher. Also, damit können sie es wie indirekt bestätigen, wenn sie sagen, die Vorfälle, oder? Dass es eigentlich offenbar nicht einfach eine ist, mehrere. Sonst würden sie doch so etwas nicht sagen. Sonst würden sie das versuchen, möglichst den Ball flach zu halten, wenn sie sagen, ja, okay, wir untersuchen das jetzt. Finde ich. Kann ich wirklich auch nicht sagen. Finde ich jetzt noch schwierig, ob du jetzt einfach mal sagst, okay, doch, wir nehmen das ernst, oder? Mhm.
Gut, ja, wissen wir nicht. Kann man auslegen, wie man will. Aber einfach, was man schon, von dem, wo man schon alles gesehen hat, das weißt du, irgendwie in der Vergangenheit mit den... Welche sind es die bei dem Amazon MMO, wie das heisst schon wieder? New World. New World, dort ja. Sind ja auch 30, 90er sind ja dort dann abgeschmürzelt. Stimmt. Und stimmt. Das hat sich ja dann auch das hat sich ja dann als wahr herausgestellt. Und dort dann ist das Problem... Ich weiss zwar nicht mehr, was schlussendlich denn das Problem war. Am einen hat es geheißen, das limitiert die Frames irgendwie nicht, das Game. Und dann kann es überhitzen. Nachher hat es aber geheißen, eventuell ist es von EVGA, vom Hersteller, das Problem gewesen. Anyhow, da ist es jetzt einfach, man weiss es nicht. Und was es aber schon noch irgendwie brisant macht, ist, dass schon im September hat es ein Branchenkonsortium, die haben das auch gemeldet. Aha. Also, dass die Gefahr von dem Stecker, dass dort, also mit genau den gleichen Bildern eigentlich, oder? Dass das kann schmürzeln, weil irgendwie der beim Beugen ist der offenbar recht empfindlich und dann könnte einfach kaputt gehen und ja. Also das Kabel, oder was? Was ist beim Beugen empfindlich? Das Kabel. Genau, das Kabel, ja. Und ich meine eben, wenn du mal einen PC gebaut hast, weißt du einfach, hey, die Kabel, gerade bei den Grafikkarten und so, das ist immer ein hoher Knurz und dort dann einfach irgendwie... Die kannst meistens gar keine Ansprüche stellen. Die Kabel, du bringst sie rein, wie sie reinbringst. Also ja. Wenn du die nicht darfst, irgendwie, noch musst du irgendwie mit Samthandschuhen anlangen, dann vergiss die Hose. und was ich im Fall nicht ganz checkt, da hatte Kevin noch mal eine Frage, aber er war nicht rum gewesen. Das ist die so neue 12-Pin-Stecker, oder? Wo du dort rein tust. Und jetzt zum Beispiel die, wo ich habe 3090er. Und ich habe drei einzelne, die ich einstecke. Also hast du von der 3 so 4 Pins, glaubst du, muss ich einstecken? Mhm. Oder noch mehr? Jedenfalls 3 einzelne muss ich einstecken, was super geil ist. Und die eben, hat einen so einen fetten 12er Pin, der dann aber zu 4 Stecker im Netzteil geht. Zu 4 4er Pins. Also, das ist so ein richtig fetter Adapter. Holy shit. Okay. Und. Also, weißt du, okay, die sucht Power. Und jetzt, Corsair bietet schon. Ein Ersatz an und der ist noch eine. Er braucht nur noch 2 Stecker beim Netzteil. Und das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Also, wenn es mit 2 lösbar ist, wie hat man überhaupt die E4 gemacht? Aber da komme ich wirklich gar nicht raus. Das liegt für mich überhaupt nicht ein. Also, willst du immer möglichst wenig Stecker. Aber egal, jedenfalls, die bieten auch schon Alternativen an zu dem Adapter. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich mich noch erinnere, vor ein paar Jahren, wo es mit der Note 7 jetzt auf Reddit angefangen, glaube ich, mit dem Bericht, dass Handys explodiert sind plötzlich. Und dort haben wir am Anfang noch gedacht, es ist ein Einzelfall und so. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dieser Geschichte. Hey, vor allem bei, was habe ich auch noch, eben genau, die RTX 4090, das ist schon, ich meine, es ist schon ein Monster. Die Grafikkarte ist schon, die braucht im Mittel, glaube ich, 3 Slots, wenn nicht 4. Verdeckt sie in deinem Ding. Also das heisst, die ganzen PCI-Slots unter dran, die kannst du alle für nichts brauchen. Und ich habe ein Ding gesehen, ich weiß gar nicht, welcher Hersteller das war, aber der hat wirklich so eine Wasserwaage eigentlich noch offenbar in der Verpackung beigelegt, damit du sie wirklich schön gerade einbaust, weil sie einfach sonst den PCI-Stecker abwürgen kann. Weil sie so schwer ist. Sie ist so schwer. Es ist wirklich wichtig, dass du die verdammt genau einbaust. Hey, stell dir das mal vor, Mann. Das ist doch, wenn das stimmt, wenn das wirklich so weit ist, dann ist doch einfach, come on. Das ist einfach, das Produkt ist nicht fertig gedacht. Also, es ist einfach immer so grösser. Viel Power wie möglich drin, ohne darüber nachzudenken, ob es praktikabel ist. So, oder? Unglaublich. Du musst vertical montieren, in dem Fall. Also, das ist vermutlich die sicherere Lösung. Ja. Zum Gewicht ein bisschen, weil dann ist wenigstens das Gewicht nicht auf dem Mainboard, oder? Dann hast du ja mit der Brücke vom Mainboard zu der Grafikkarte. Vielleicht musst du es einfach so machen. Ja. Ja, du, also ich bin ja wirklich auch sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich wollte ja irgendwie auch noch eine organisieren, weil ich fand, ach, wäre eigentlich schon auch noch geil, wenn man eine hätte. Oder, ich brauche das jetzt immer noch eine. Als Game-Redakteur. Hey, nein, ich musste einfach sagen, der einzige Grund bei mir wäre ja gewesen, um das Cyberpunk mal wieder zu spielen. Aber ich muss sagen, komm, wenn spiele ich das? Also, es hätte mal so einen Ein-Wochen-Slot gegeben, aber jetzt, wo so viele Games wieder regnet. Gut, für den DLC, der nächstes Jahr rauskommt. Ja, aber bis dann sind die Probleme vielleicht noch behoben. Von dem brennt man nicht den PC ab. Das wäre schon. In einem Haushalt mit Kindern sollte der PC vielleicht lieber auch nicht brennen. Das wäre schon von Vorteil. Ja.
Also komm, gut, eben da, wie gesagt, Hitze geht so weiter. Das Bayonetta, das ist jetzt ja gerade rausgekommen, 3. Jetzt ist es am Freitag, oder? Ah, stimmt, jetzt sind die Reviews rausgekommen. Stimmt, das kann am Freitag kommt raus. Das Switch-exklusive Action, ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt. Action-Game. Hm. Sehr, Action sehr, ist sicher nicht falsch. Sehr präzise beschrieben. Ja. Action hat es ja, genau. Ja, und dort hat die Sprecherin, die die Sprecherin war beim 1 und 2, die hat sich da auf Twitter gemeldet. Und was hat sie zu erzählen, Domi? Die hat sich vor 10 Tagen hat sie sich auf Twitter gemeldet mit einem Video, das viral ist gegangen. Und sie hat dort behauptet, dass sie für Bayonetta 3, dass sie dort nur $4,000, ein Angebot von $4,000 hat bekommen, um wieder Bayonetta zu spielen in diesem dritten Spiel. Und natürlich ist das Video dann viral gegangen, weil man weiss ja, dass Voice Actors in der Videospielindustrie allgemein eher schlechter bezahlt werden und nicht an den Profit beteiligt sind, die das Spiel macht. So. Und natürlich ist es eine riesige Geschichte geworden. Und ein paar Tage später hat sich dann aber der Jason Schreier und VGC gemeldet. Der Jason Schreier ist Branche-Insider, der hat Kontakt überall, in jeder Videospielfirma hat irgendwelche Kontakte, wo er Insider-Infos bekommt. Und der hat dann aber eine andere Story gebracht, der hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Die Schauspielerin, Helena Taylor heisst sie übrigens, die hat das Angebot bekommen von $3,000 bis $4,000 pro Session. Und insgesamt wären es 4 bis 5 Sessions gewesen. Das heisst, sie hätte ungefähr $15,000 als Angebot bekommen. Das heisst, sie hat gelogen. Das ist natürlich eine blöde Situation, oder? Weil das Grundproblem besteht ja, die Voice Actors werden zu schlecht bezahlt, aber jetzt hat sich ein Voice Actor gemeldet, der gelogen hat über seine Situation. Das ist ein bisschen eine blöde Situation für alle Beteiligten. Und mittlerweile hat sich Helena Taylor auf Twitter wieder gemeldet und gefunden, nein, ich habe nicht gelogen, alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Aber gleichzeitig hat sie bestätigt, dass sie das Angebot von 15'000 hat bekommen. Also, ich habe nicht gelogen, aber es stimmt, was der andere gesagt hat. Und die ganze Geschichte ist eben anscheinend so, dass sie irgendwie eine Summe im sechsstelligen Bereich hat verlangt für Bayonetta 3. Und das war echt nicht realistisch gewesen, weil so eine Riesen-Franchise ist das nicht. Und nachher ist das Angebot halt runtergegangen und schlussendlich die 4'000, die sie erwähnt hat in ihrem ersten Tweet, die sich bezogen auf einen Cameo-Auftritt. Also sie hat nur ein Angebot bekommen, einfach ein paar Lines zu sprechen, irgendeinen Gastauftritt zu bekommen und das hat sie auch abgelehnt. Und das, die 4'000 hat sie dann als Basis genommen für ihr Twitter-Video. Also ja, eigentlich hat sie nicht gelogen, aber sie hat nicht die ganze Geschichte erzählt. Ja. Recht ein kompliziertes Drama. Ja, vor allem, wir haben das noch gefragt, weißt du, bezüglich so Tantiemen, sagt man doch, glaube ich. Also, das ist die Beteiligung, die du bekommst als Künstler. Ich frage mich eben gerade, ob du, Luca, weißt, wie es bei den Filmen eigentlich ist, weißt du, für Sprecher. Also, weißt du, können die dort, für Animationsfilme? Haben die ihre einmalige Summe oder kommt einfach ein berühmter Schauspieler, ist vielleicht anders? Weil in den Game-Dingen ist schon so, dass auch Writers und all die Sachen, oder? Die ist schon oft das Problem. Haben sie ihre einmalige Zahlung, das Game verkauft sich millionenfach, keine Beteiligung, nichts. Und dann später, oder, du hast mal deine Summe bekommen, dann ist es fertig. Also ich glaube, in Hollywood, bei den grossen Schauspielern, ist es definitiv so, dass es irgendeine Beteiligung gibt an Erfolg. Also das sind halt wirklich die, die den Pull auch haben und das auch können verlangen und sagen, hey, wenn da, keine Ahnung, jetzt irgendwie in einem neuen Disney, im neuen Disney... Der Chris Pratt im Super Mario. Chris Pratt im Super Mario, hundertprozentig, oder? Weil Chris Pratt, he's so cool. Und der tut davon wieder Mario, also er hat es verdient. Ja, absolut, absolut. Oder auch Jake Gyllenhaal, der jetzt im neuen Disney-Film Stranger Worlds und so weiter, oder? Dort auf jeden Fall. Aber andere Rollen, zum Beispiel aus dem deutschen Synchronwesen, hört man auch Ähnliches, dass deutsche Synchronsprecher sehr und Sprecherinnen unterbezahlt sind tatsächlich. Ja. Da hat es auch schon jenste Meldungen und Berichte über Disputen und so gegeben. Einer von den prominentesten sicher bei Pirates of the Caribbean, der Johnny Depp Synchronsprecher von den ersten drei Filmen. Das ist ja nicht eigentlich am Johnny Depp seine eigentliche Synchronstimme, die man sonst kennt, sondern ist eben eine andere. Okay. Wenn du den Film auf Deutsch jetzt schauen willst, die ersten drei, hörst du den Unterschied sofort zum Johnny Depp seine normalen deutschen Synchronstimme. Aber die ist so für mich persönlich, weil ich dort noch recht jung bin, so krass mit dem Jack Sparrow verbunden. Und wo dann aber eben darum gegangen ist, wo der vierte Film dann nach einer längeren Pause rausgekommen ist und der deutsche Synchronsprecher gesagt hat, hey,
I am Jack Sparrow, oder besser gesagt, ich bin der Jack Sparrow, ja. Auf Deutsch. Ich habe da schon auch ein bisschen Credit verdient für das und das halt auch eine größere Beteiligung und so. Und da hat dann Synchronstudios oder das Filmstudio, ich weiß gar nicht, wer das aushandelt, hat halt abgelehnt und gesagt, nein, die höhere Gage gibt es nicht. Er ist dann abgesprungen und Johnny Depp seine wieder normale Synchronstimme, die man sonst immer gehört in den Film, hat dann übernommen ab dem vierten Film. Und seitdem für mich tönt Pirates of the Caribbean auf Deutsch wirklich einfach nur noch komplett falsch. Das ist aber, schon lustig. Auch dass ich jetzt weißt du noch, fast alles auf Englisch schaue, aber ja. Wo wir Sea of Thieves haben wir zusammen gestreamt, oder nicht? Weißt du, mit der Piraten, mit der Pirates of the Caribbean Erweiterung und der eine, der Jack Sparrow, spielt dort auch mit. Und wir haben wirklich noch gefunden, ey, der tönt wie der Johnny Depp, aber es kann doch fast nicht sein. Und es ist ihn ja auch wirklich nicht gewesen. Aber es ist wirklich einfach, der hat einfach einen. Die haben ja einfach einen, der dem seine Stimme so perfekt macht. Sound-alike. Das ist sicher aber der Schauspieler, der da. Es gibt doch da die neue. Ist das auf Peacock oder wo? Nein, irgendwo anders. Gibt es doch die Verfilmung vom Gerichtsverhandlung Johnny Depp versus Amber Heard. Mit dem Schauspieler, der. Gibt es schon die Verfilmung? Ja. Oder? Haben die den nicht parallel gemacht? Googelt mal den Trailer. Es gibt jetzt. Es kommt eine Serie raus auf irgendeinen Streamingdienst, aber eben, glaube nicht Peacock, aber eher auch so einen kleineren. Wo das Drama von dieser Gerichtsverhandlung mit allen Beteiligten, die wir gesehen haben, mit der Anwältin da, die hübsche Mexikanerin oder wie was haben wir das für eine? Sorry, das hat jetzt wohl rassistisch stehen. Aber das hat jetzt Mexikanerin so, ich habe nur gerade anyway. Also ist das die, mit der wo er jetzt zusammen ist? Das nein, nein, das ist nicht, nein, 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 das ist eine andere. Die war eher im Hintergrund während der Verhandlung. Man hat immer gesagt, die da so geredet hat und irgendwie, alle sind so plötzlich Fans von der, total Fans, irgendwie die anderen so fertig gemacht haben vor Gericht und alle haben und sie hat immer dann zum Johnny Depp geschaut und alle haben gesagt, die haben sicher etwas. Ist im Endeffekt mit der anderen gewesen. Aber anyway, der Punkt, wo ich raus wollte, ist eigentlich der Schauspieler, der Johnny Depp spielt in dieser Serie. Der spielt einen verdammt gut. Das ist wirklich eine hure gute Imitation von Johnny Depp. Nein, das haben sie schon gefilmt. Sie ist so absurd. Die Welt ist so fucked, Mann. Es sieht so trashig aus. Aber sie meinen es ernst. Ja. Also der Trailer zeigt... vermittelt, dass sie es ernst meinen. Es soll wirklich Drama sein, aber es sieht hure trashig aus. Hey, nein. Kommen wir weiter zu positiveren News. Ja. Age of Empires, da gibt es gute Neuigkeiten. Zum einen, das 2 und das 4 kommen auf die Xbox. Bin ich schon sehr gespannt, wie sich das auf der Konsole zockt. Obwohl der Domi hat eben gesagt, es hat schon mal eins auf der Playstation. Das, anscheinend. Das ist ja auch wild. Aber ja gut, wie gesagt, offenbar, das hat mir gestern der Kollege gesagt, ich habe es gar nicht nachgeschaut, aber Anno ist offenbar jetzt auch schon auf der Konsole erhältlich. Das 1800, was ich auch verdammt crazy, was ich noch viel crazier fände eigentlich. Gut, das ist dafür mehr Zeit. Dort ist schon nicht echt Zeit, oder? Also, von dem her auf eine Art stressiger. Das finde ich aber ehrlich gesagt nicht einmal das Spannendste. Für mich persönlich das Spannendste ist das Age of Mythology. Auch noch eine Definitive Edition bekommt. Ich meine, das ist irgendwie auch klar gewesen, weil wenn alle anderen drei eine bekommen, dann das auch. Macht und Sinn. Ich habe das eben immer das Geilste gefunden. Das, ist, das passt übrigens gerade jetzt zum God of War. Das ist auch so der nordische Mythologie. Wenn, das ist nicht nur ist das erste das Originalspiel rausgekommen? Das ist auch schon irgendwie 20 Jahre her, oder? Hey, ich würde jetzt auch sagen, ich muss irgendwie 98, 2000. Nein, weißt du, Mythology. Ah. Ich denke, 96 ist Age of Empires irgendwie, oder 98, so irgendwie dort. Und dann, ich glaube, das Mythology... Das 15. Aus, Oktober 97. Ist das erste rausgekommen, oder? Ah, was? Ah, nein, Age of Empires, sorry. Age of Mythology ist 30. Oktober 2002. 2002, okay. Okay. Ja, genau. Also noch vor dem 3 in dem Fall. Das ist, muss ich 2003 dann irgendwie gesehen. Genau. Und das ist, ich habe das mega geil gefunden. Du hast dort, es spielt halt so in der Sagenwelt und es gibt halt die verschiedenen Götter, oder? Und du hast immer können, wenn deine Zivilisation, oder glaube, wenn du dein Dorfzentrum ausgebaut hast, hast du oft in diesen Dingen, kannst du dann ein Upgrade wählen, oder? Und dort hast du eben dann immer deine nächste Gottheit gewählt, die du anbetest, und die hat dir halt irgendeine Einheit und Boni und so gebracht. Und das war geil gewesen. Dann hast du auch die nordischen Götter gehabt und du hast halt mit diesen ganzen Sagen Kreaturen können kämpfen. Das war auch geil gewesen. Das ist nicht wirklich geil. So Titanen, oder wie haben die geheissen? Egal, wirklich zum Teil so wirklich richtig gross. Das weißt du, wo dann einfach irgendwie
20-mal so gross sind wie normale Figürchen und so. Und wenn dann der gehabt ist, dann macht es einfach BAM, BAM, dann stampft die einfach durch. Das hat verdammt gefackt. Darum, das ist natürlich cool. Ich bin jetzt eher angefixt mit so Mythologien wegen God of War. Ich glaube, das ist etwas, was ich wieder ausprobieren würde. Weil ich das erste Mal gespielt habe. Sie haben aber kein Datum, da haben sie gesagt, irgendein ist. Genau, zu den anderen noch, falls ihr Xbox spielt. Das Age of Empires 2 kommt am 31. Januar, das 4 kommt später und was auch noch kommt, und zwar bald, heisst es zumindest, ist das Mobile. Mhm. Age of Empires für Smartphone. Hey, dir verspreche ich mir ehrlich gesagt nicht. Was soll man dazu sagen, ja? Ja. Ich weiß auch nicht, gar nicht hoffen, jetzt. Ja, ja da, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das also wird sicher easy, aber ich glaube, das ist einfach. ich habe das Gefühl, das sind wir jetzt einfach nicht Zielgruppe, glaube ich. Also. Wird aber sicher sehr erfolgreich sein, habe ich das Gefühl. Hey, ich bin nicht sicher, weil auf eine Art und überlegst, der Name, oder? Der ist ja dann doch eher bei 30 aufwärts, ist der vor allem präsent, oder? Mhm. Also. Definitiv, ja. Und wir sind jetzt nicht unbedingt die Mobile-Zocker. Ja, wobei, im Fall. Also, ich mache jetzt ganz ein spezifisches Beispiel: Hero Fest. Oder? Tobi, bist du auch da am Samstag? Ich weiß nicht. Also, die ja dort an unserem Ecke dort, Age of Empires gespielt haben gegen Pros, das sind ja auch sehr, sehr junge gewesen. Die haben das gespielt. Hey, wie verdammte Götter, Mann. Also, das, ist, das stimmt, ja. Es hat auch recht viele junge gehabt, was Uhren gespielt. Wie verreckt, du. Wow. Ja. Wenn die dann noch unterwegs können spielen, die finden es sicher auch cool. Okay, ja, die sicher. Ja. Ja, okay. Na ja, gut, dann hoffen wir, dass dann wird das Erbe weitergetragen. Genau. Okay. Gut, dann die letzte News, die betrifft DC. Und da gibt es einen neuen CEO. Jawohl, richtig. Knall in Hollywood hat Hollywood Reporter, das ist ein Branchenmagazin, berichtet, weil der James Gunn übernimmt die Co-Leitung von den DC Studios. Jetzt mal alles einordnen. James Gunn, wer ist das? Das ist der Guardians of the Galaxy Regisseur, von dort kennen ihn die meisten, also ein Ex-Marvel-Guy eigentlich, dem ist nach zwei Filmen mal gekündigt worden, weil er ein paar ungünstige Tweets gemacht hat und das halt nicht zum Frieden, Freude, Eierkuchen, Familienkonzept von Disney gepasst hat. Aber nachdem er ein bisschen Gras darüber wachsen lassen, hat man ihn dann zurückgeholt und dann hat er Guardians of the Galaxy 3 gemacht. In dieser Zwischenzeit aber, wo er da ein Jahr oder zwei im Exil war, hat er mit DC abhandelt und dann eben der Soft Reboot von The Suicide Squad übernommen und dann auch noch Serie Peacemaker oder Spin-off-Serie Peacemaker für HBO Max gemacht. Und irgendwie seitdem ist James Gunn und DC sind da, haben da ein bisschen so eine Affäre am Laufen gehabt. Die Affäre, die Affäre ist jetzt mehr oder weniger öffentlich geworden, beziehungsweise, also, ja, ich muss es ein bisschen garnieren, die News. Es ist Der Luca schreibt jetzt ein gleiches Gala. Ja, Schweizer Industrie, der Glückspost. Auf jeden Fall, der James Gunn wird jetzt sicher noch das Guardians of the Galaxy 3, beziehungsweise das hat er jetzt auch gemacht. Das wird im Mai 2023 ins Kino kommen. Im November haben wir noch den Holiday Special, also den Christmas Special von Guardians of the Galaxy auf Disney Plus. Und dann wäre es das wohl gewesen mit der Liebesbeziehung zwischen James Gunn und Marvel. Ein Weihnachtsspecial. Jawohl. So wie das Star Wars. Richtig, was richtig. Ist das? Ich muss den Trailer schauen. Es sieht wieder richtig nach James Gunns Humor aus. Und zwar geht es darum, dass der Peter Quill ist unglücklich, unhappy, weil Gamora hat ihn ja verlassen, beziehungsweise hat man ja schon bei Thor Love and Thunder so hat er das ein bisschen zwischen den Zielen gesagt. Und jetzt ist er halt ein bisschen unglücklich und unhappy und seine Kollegen kommen auf die Idee, hey, auf der Erde ist doch um die Jahreszeit gerade Christmas, also das komische Ding, wo man Weihnachten nennt, wir machen ihm jetzt ein mega geiles Geschenk. Und dann gehen die Drax und die Mantis gehen auf die Erde und wollen ihm das beste Geschenk aller Zeiten besorgen, und zwar der Legendary Kevin Bacon. Ah, was? Okay, das ist so dumm. Und dann brechen sie bei ihm ins Haus ein und entführen ihn und kidnappen ihn. Also war wirklich der Kevin Bacon. Weil das ist ein Film? Hä? Oder ein Kurzfilm? Es ist ein Kurzfilm sein. Nimm ich mal an. Wahrscheinlich so einer wie der Werewolf by Night, wo ich gerade rausgekommen ist. Ist natürlich ist eine geile Anspielung, weil der Peter Quill sagt ja in Guardians of the Galaxy 2 zu der Gamora beim Tanzen, oder nein, sogar im Eis, dass eben da wie Footloose, oder es geht um Tanzen wie in Footloose, der Legendary Kevin Bacon, und darum ist das einfach geil, dass sie auf das Anspielung nehmen. Naja, das ist das, was rauskommt. Und damit war es das, und damit geht der Javins, äh, der Javins,
der James Gunn definitiv zu DC. Über bei DC ist ja seitdem der CEO Zaslav die Leitung übernommen hat, das ist ja Warner Bros. Und Discovery, haben ja quasi zusammen gemerged zu einem neuen Medienhaus. Das heisst jetzt Warner Discovery. Und der Discovery-CEO Zaslav hat dann auch gerade die Gesamtleitung von dem neuen Konstrukt übernommen. Und seitdem er dort ist, ist es recht am Rebeln. Da werden ganz neue Konstrukte aufgebaut, Konzepte über Bord geworfen. Wir haben mal darüber geredet, im August der Batgirl-Film für 80 Millionen, der eigentlich schon fertig war, hat er dann einfach gestrichen und gesagt, das ist zu billig für HBO Max, das ist zu billig für einen Fernsehfilm und zu billig für ein Kino sowieso. Und wir machen jetzt nur noch grosse Oldschool-Kinofilme und für HBO machen wir gar keinen Film mehr. Darum ist das gestrichen worden. Und diese Film, die Unit, die stirbt auch. Die wird auch aufgelöst. Die heisst jetzt eben neu DC Studios. Und die soll ganz im Sinne wie, also ganz im Geiste von Marvel Studios produzieren, Film produzieren. Also quasi ein neues Filmstudio werden, wo halt DC Studios ist und die Leitung übernimmt der James Gunn. Also quasi ein bisschen eine ähnliche Funktion wie der Kevin Feige bei Marvel. Soll der James Gunn jetzt bei DC übernehmen, zusammen. Co-Leitung mit dem Produzent Peter Safran. Der Name ist ein bisschen weniger bekannt, aber der hat zum Beispiel Conjuring schon zusammen mit dem James Gunn produziert und auch Aquaman und so. Also auch dort schon ein bisschen Vorgeschichte. Die zwei zusammen werden jetzt DC Studios leiten und damit das neue DC Universe. Also eigentlich wirklich das, was MCU ist für Marvel, sollen sie jetzt nochmal neu aufgleisen bei DC und das mal richtig machen. Aber Der macht jetzt keine Marvel-Filme mehr. Also, meine, Guardians 3 wird vermutlich mal noch. Der kommt ja noch. Der kommt noch. Gemacht. Genau, der hat er ja gemacht. Der sind jetzt in der Post-Production. Der wird im Mai rauskommen. Aber der macht. Genau. Dann, aber wird das nicht der letzte sein, oder? Richtig. Der wird. Also, man sagt, er wird die Leitung haben von diesen DC Studios. Er wird aber auch etwa die mal einen Film machen. Aber natürlich für DC und nicht für Marvel. Ja, oder? Aber jetzt so einzelne DC-Geschichten wird es trotzdem noch geben in Zukunft. Also die wird es trotzdem noch geben. Joker hat ja auch nichts irgendwie mit einem grösseren Universum zu tun. Die Batman-Filme mit dem Pattinson sind ja auch Standalone, soweit ich weiß, oder? Richtig, richtig. Also, das hast du genau richtig gesagt. Okay. Ja. Also das neue Batman-Universum quasi von Matt Reeves, oder mit dem, also vom Regisseur Matt Reeves, mit dem Schauspieler Robert Pattinson. Das bleibt quasi noch separat und genauso wie Todd Phillips seine Joker-Film. Jetzt kommt ja die Fortsetzung, haben sie erst vor kurzem bestätigt. Das bleibt auch noch separat. Der James Gunn soll mit DC Studios wirklich sich auf das DC-Universe konzentrieren. Und dort eine kohärente. Jetzt mit Black Adam haben sie ja wieder ein bisschen Aufwind. Das wird gerade aktuell von den Kritikern zerrissen, von den Fans aber geliebt. Und vor allem wegen der Post-Credit-Scene, wo ich natürlich jetzt da nicht spoilere, aber die ist. Ja, die hat jetzt quasi wie so das DC-Universe nochmal neu lanciert. Und mal schauen, wie es rauskommt, mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Joker 2, das völlig absurd. Das scheint wirklich knackt zu sein. Aber ja gut, da können wir gespannt sein. Gut, dann, wir haben ja schon darüber geredet, dann nehme ich jetzt das Wunder, Domi, das Gamer-Smartphone. Ich finde es ja so ein bisschen knackt, was es gibt. Was kann denn das? Genau. Ich finde es eben auch, ich bin sowieso kein grosser Mobile-Gamer, wenn ich unterwegs spiele, dann auf meiner Nintendo Switch. Aber ich trotzdem auch einfach mal so ein richtiges Gamer-Handy ausprobieren. Ich kann schnell in die Kamera halten für alle, die zuschauen. So sieht das Teil von hinten aus. Also es sieht nach Gaming aus, für alle, die es nicht sehen. Ist da eine Hülle dran? Da ist noch eine Hülle dran, die ist dazugekommen. Ah, okay. Genau. Okay. Ohne Hülle glänzt es noch ein bisschen mehr. Und hinten dran jetzt auch noch LEDs, die leuchten, wenn du am Gamen bist. Natürlich. Wie soll es so anders sein? Genau, ich habe es jetzt eine Woche lang im täglichen Betrieb gehabt, weil ich schaue, ob es abseits von Gaming auch etwas kann. Und grundsätzlich kann ich sagen, ja, es kann man als normales Handy brauchen. es hat mega viel Vorteil, weil es halt so krasse Specs hat, oder, die du im Alltag gut kannst nutzen. Also die Batterie der Akku ist verdammt gut, 5000 mAh. Und dann bekomme ich wirklich nicht tot an einem Tag. Ich kann machen, was ich will. Hotspot, streamen, whatever, den ganzen Tag. Der wird nicht leer. Da bin ich sehr positiv überrascht gewesen. Und der Bildschirm und das Sounderlebnis ist auch noch recht cool. Also wenn du jetzt mal keinen Kopfhörer hast, sind verdammt laute Lautsprecher und Stereo-Lautsprecher. Das ist wirklich im Vergleich auch zu meinem Samsung Galaxy S22 Ultra, den ich sonst habe, ist es wirklich echt ein cooles Erlebnis gewesen. Das Einzige, was ich wirklich muss sagen, das ist der Grund, wieso wir das Handy jetzt nicht über eine längere Zeit geben würden, sind Kameras. Wie zu erwarten, oder? Es ist halt
bei gutem Licht sieht es ganz ordentlich aus, aber sobald es ein bisschen dunkel wird, kann es ködern. wirklich. Und die Kamera, das Kamera-Setup ist auch recht komisch. Das kennt man eher sonst so von billigeren Handys, sage ich jetzt mal. Es hat nämlich 3 Kameras, Weitwinkel, eine normale Kamera und eine Makrokamera. Nicht eine Zoom-Kamera, sondern eine Makrokamera, die einfach für nichts ist. Die kannst du genauso gut sparen. Der Vorteil, den du dieser Makrokamera hast, ist, dass du ein bisschen näher rein kannst, sind gleich null, wirklich. Mhm. Und Zoom brauche ich persönlich viel öfter im Alltag. Und das vermisse ich sehr, sehr dort. Was auch noch lustig ist, das ganze Betriebssystem, ich habe es auf Deutsch eingestellt und es ist teilweise auch schlecht übersetzt. Du weißt teilweise nicht, was das Handy sagen will. Es kommt eine Nachricht so, ja, was willst du von mir? Oder ein Beispiel in der Kamera-App, ich habe den Portrait-Modus gesucht. Portrait-Modus heisst ja auf jedem Handy wahrscheinlich etwa ähnlich, oder? Mhm. Und auf diesem Handy heisst es Hochformat. Und das ist einfach wahrscheinlich so eine schlechte Google-Übersetzung, oder? Wo du Portrait reinschreibst, dann kommt Hochformat raus. Oh, cool, aber Portrait heisst in diesem Kontext halt etwas ganz anderes. So kleine Sachen zum ganzen Betriebssystem überall. Aber zum Gamen, also meine, ich habe das Gefühl, Gaming, weil ich meine, jedes, habe ich das Gefühl, Oberklasse-Telefon, habe ich noch nie ein Problem gehabt beim Gamen. Klar, meins hat jetzt zum Beispiel, mein Pixel 7 hat jetzt nur 90 Hertz Display. Ja. Okay, das hättest du jetzt nicht, aber eben genau, was bietet jetzt das zum Gamen? Genau, zum Gamen ist es natürlich auch gut, es ist ja für das gemacht. Es hat ein 120 Hertz Display, habe übrigens die ganze Zeit an und der Akku ist trotzdem wirklich super. Und es hat eine aktive Lüftung drin. Das heisst, du kannst wirklich auf einen Knopf drücken und dann geht der Lüfter an. Der hört mir auch relativ gut. Krass. Und je länger das spielt, desto intensiver wird der. und ich glaube, wenn man wirklich stundenlang spielt, dann wird es eine Auswirkung haben auf die Hits, die generiert wird, beziehungsweise auf die Hits vom Smartphone, und sollte über längere Zeit performanter laufen als vergleichbare Smartphones ohne Lüfter. Mhm. Das ist so der grosse Selling Point. Was es auch noch hat, es hat so einen dedizierten Knopf auf der linken Seite, wo du kannst drücken und dann geht so ein riesen Game Center auf. Und dort hast du eine Übersicht über all deine Spiele, wie viel du gespielt hast. Kannst pro Spiel einstellen, ob jetzt GPU und CPU sollen auf Hochtouren laufen oder ob es ein bisschen weniger soll laufen, ob der Lüfter soll laufen und so weiter und so fort. Und während dem Spielen hast, wenn du vom linken Bildschirmrand reinstreichen, hast du auch jederzeit wie Zugriff auf die Funktion. Also wenn du irgendwie findest, okay, das Spiel braucht jetzt ein bisschen mehr Lüftung, kannst du schnell dort einstellen, mit einem Wisch sozusagen. Und du kannst auch nebenbei Stream einstellen oder auf Discord abhängen mit diesen Widgets. Das ist alles so ein bisschen gemacht für Leute, die sehr, sehr viel Mobile gamen. Für mich absolut Overkill. Wenn ich mal Mobile spiele, dann ist Marvel Snap, über das reden wir dann auch noch. Und für das brauche ich kein Gaming-Handy. Aber hast du das Gefühl, sonst, also weißt, ich meine, ich habe auch schon Call of Duty Mobile oder irgendwie Genshin Impact gespielt und so, und ich habe nie das Gefühl gehabt, irgendwie das Telefon ist zu langsam. Also ich glaube, beim Genshin war noch das Einzige gewesen, wo ich mal bei einem Pixel 5 oder so gemerkt habe, es läuft nicht so flüssig wie auf dem iPad. Aber ich meine, wenn ich jetzt das auf dem Galaxy mit dem neuesten, also einfach mit dem Android-Phone mit dem neuesten Snapdragon gezockt hätte, bin ich überzeugt, wäre das kein Problem gewesen. Darum habe ich immer das Gefühl, die sind verpfuchs. Also ich meine, die Widgets, okay, das mag es haben, aber rein von der Performance... Es sind also die gleichen Chipsets, die drin sind, wie die anderen Flaggschiff-Modelle, oder? Also es ist nicht speziell in dem Sinn, ja. Ich glaube, der einzige Vorteil ist, wenn du wirklich länger gamest, dann wirst du die Unterschiede vielleicht merken. Weil, also das S22 Ultra, das weiss ich, hat eine Tendenz zum sehr heiß werden, wenn du intensive Sachen drauf machst. Da kann ich mir vorstellen, eben, vor allem wenn du länger spielst, ist das der grosse Vorteil, den du hast hier. Ja gut, dann genau, eben, das ist das Red, das Asus, gell? ZTE Nubia Red Magic 7S Pro. Das ist der ganze Name. Mehr, ey. Weil Asus macht ja immer so die Gamer-Phones, wo eben, ich finde es so überflüssig. Aber ja, hey, gut, jeder soll doch das Telefon kaufen, was er will. Und mein Akku immerhin etwas, ein offensichtlich klarer Vorteil. Das ist genau. Alright. Gut, eben so heiß geht es ja auch weiter mit House of the Dragons. Dort haben wir nur ein heisses Thema, habe ich das Gefühl. Dort
dort brennt es dann richtig. Nehme ich einmal an, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe im Trailer Drachen gesehen, darum gehe ich davon aus, dass das stimmt. Und der Luca, du hast alles gesehen. Genau. Alle 10 Folgen habe ich gesehen. Ich glaube, sie haben sogar tatsächlich das Versprechen gelöst, pro Folge immer einen Drachen zu zeigen. Weil das heisst ja verdammt, House of the Dragon. Was ist das? wichtig, dass wir den einlösen. Ich glaube, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, einmal kein Drachen. Anyway. Mega geil. Es hat nur einen Drachen gezeigt, so irgendwo im Himmel. So ein bisschen am Fliegen. Es hat einen. Ja, genau. House of the Dragon hat... Ich glaube, es ist eine wichtige Serie gewesen, auch für Game of Thrones Fans, weil Game of Thrones ist halt so ein grosses und geiles Franchise, wo es am Schluss so derart krass in den Sand gesetzt hat, dass tut heute noch jedem Fan weh, über Game of Thrones zu reden, weil es irgendwie eigentlich die grossartigste Serie aller Zeiten mit einem von der schlechtesten Ende aller Zeiten. Und das ist halt einfach das, was bleibt immer. Oder? Der letzte Eindruck ist einfach der, wo bleibt. Und House of the Dragon hat das alles sollen wieder gut machen. Und die Fans wieder versöhnen mit einer neuen, spannenden Vorgeschichte halt auch. House of the Dragon dreht sich um Targaryens. Das ist auch meiner Meinung nach die Familie mit eigentlich der spannendsten Geschichte, weil in Game of Thrones erleben wir wirklich nur noch den Scherbenhaufen, der übrig geblieben ist von der Familie, yeah. Also eigentlich 2 Kinder und that's it. Und das ist eigentlich mal das grosse, mächtige Haus gewesen mit irgendwie 20, 25 Drachen und sie haben mit diesen Drachen haben sie auch die halbe Welt erobert und das sind einfach wie verdammte Nuklearbomben damals in dieser Zeit gewesen. Wer Drachen gehabt hat einfach Macht gehabt und wie ist es möglich, auf dem Höhepunkt von der Macht, das ist House of Dragon, fängt eigentlich an, wo Targaryens auf dem Höhepunkt von ihrer Macht sind, wie ist es möglich, dass man von dort zu Game of Thrones kommt, wo genau nur noch 2 Kinder im Exil sind. Und das ist eine spannende Prämisse. Ich finde, wir haben damals, wo das gestartet ist, das Ganze, habe ich gefunden, es hat mega vielversprechend ausgesehen, habe mich total abgeholt gefühlt und habe unbedingt mehr wissen. Am Schluss habe ich das Gefühl, ist das Versprechen für mich persönlich teilweise eingehalten worden, teilweise aber auch nicht. Und das hat 2 Gründe, nämlich Time Jumps dazwischen und das Recasting von vielen Rollen, wo teils ein bisschen willkürlich war. Das hat natürlich auch einen Grund, weil House of the Dragon basiert auf dem Buch Fire and Blood, wo der George R. R. Martin, also der Schöpfer von Game of Thrones, auch geschrieben hat. Fire and Blood ist aber nicht wie Game of Thrones ein Roman, wo eine Geschichte, wie soll ich sagen, wo eine Geschichte, es ist mehr so eine Erzählung von ganz vielen historischen Fakten, ist noch witzig gemacht. Es sind eigentlich wie 2 Erzähler im Film. So der eine ist irgendwie ein Hofnarr, der andere ist, jetzt erinnere ich mich gerade nicht mehr, aber auch eine andere Figur und beide erzählen immer ein bisschen so ihre Version von der Geschichte, die sie kennen. In der einen Version ist es völlig übertrieben, die andere Version ist völlig untertrieben und die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte, oder? Und so. Und sie erzählen halt eben den Punkt, wo ich sage mal, das, wo die Geschichte jetzt spielt, House of the Dragon, ist in diesem fetten, dicken Buch, sind ein paar Kapitel, oder? Und aus dem macht mir jetzt eine ganze Serie und tut halt all die Lücken erfüllen. Mit dem George R. R. Martin, aber immer noch schwer involviert als Produzent. Also es ist nicht wie bei Game of Thrones am Schluss, wo sie einfach ein bisschen so auf Sicht manövriert haben und einfach ein paar Sachen umgedichtet haben, sondern es ist wirklich alles unter der Leitung von George R. R. Martin entstanden. Der hat gesagt, für die, die das Buch gelesen haben, die Serie ist wirklich so, im Buch hast du wie selber ein bisschen entscheiden müssen, welche Wahrheit ist echt die wahrste. Die Serie zeigt es jetzt, wie es wirklich war. Und weil das Buch schon ein bisschen so fragmentiert ist, genau, das wirkt sich auf die Serie aus. Du hast eigentlich mega spannende erste 3-4 Folgen, dann hast du einen Timejump von 6 Jahren, wo sich sehr komisch anfühlt für Game of Thrones. So, sind 6 Jahre vorbei, jetzt sind alle ein bisschen erwachsen, plötzlich neue Schauspieler. Schauspieler, wo ältere Versionen von den anderen spielen, die aber plötzlich sich auch komplett verändert haben. Also die Rhaenys oder Rhaenyra, oh Gott, das kommt dann noch dazu, die huren Namen. Es ist ein anderes Thema, meine Fresse. In Game of Thrones haben sie irgendwie mal Asha und Osha in den Büchern. Haben sie Angst gehabt, dass die Zuschauer überfordert werden, weil die Namen so ähnlich sind und haben darum aus der Asha Yara gemacht, damit man die unterscheiden kann. Hey, in House of Dragon hast du Rhaenys, Rhaena, Jaharis, Lena, Lenor, Daemon, Daegon, Daimon. Hey, du kommst irgendwann mal nicht mehr draus. Hey, wer ist jetzt was? Dass du einfach Synonym suchst, hey, mit einem Kindernamen. Und dann heissen die Details auch noch gleich, weil die benamen sich nach ihren eigenen Vorfahren. Dann hast du den Viserys,
und der Viserys da und dort hast du nochmal einen Viserys und das ist der Aegon und meine Fresse. Das ist ganz nochmal ein anderes Kapitel, damit hast du auch noch mehr. Aber zu dem kommt, dass die Schauspieler sich ständig ändern, dass auch ihr Wesenteil völlig ändert. Die Hauptfigur ist, fühlt sich plötzlich auch vom Charakter her anders als 6 Jahre später. Klar, sie ist älter, sie greift, aber für mich, um dem roten Faden folgen, ist irgendwie... Du musst dich immer wieder neu orientieren. Das passiert vor allem in diesem Mittelteil von diesen 10 Folgen passiert das oft, dass ich mich immer wieder neu orientieren muss. Wer ist jetzt wieder wer? Wie ticket die? Habe ich die gern? Intuitiv oder nicht? Weil es ist ja wirklich ein völlig anderes Gesicht, das völlig anders spielt. Das ist nicht mehr das gleiche wie vorher. Das hat mir Mühe bereitet. Das hat mir wirklich Mühe bereitet. Dort habe ich zwischendurch auch ein bisschen abgehängt. Nachdem das die ganzen Timeskips in der Mitte ein bisschen durch sind und wir dann wieder langsam ein bisschen einen roten Faden haben und nicht mehr so die Timeskips, dann nimmt sie wieder hohe Fahrt auf. Vor allem die wirklich fantastische 8. Episode mit dem Auftritt vom Paddy Constantine. Da hat eine Szene, wer die Serie gesehen hat, weiss, welche ich meine. Es ist für mich wirklich eine Szene gewesen. Also wenn du bei Game of Thrones würdest sagen, kannst du eine Szene sagen, wo wirklich für mich die, wo Game of Thrones ausmacht, wo für mich so derart ikonisch ist, dann wäre das zum Beispiel Tyrion Lannister, wo angeklagt wird, der Joffrey vergiftet zu haben. Und er dort vor Gericht steht und er ist nicht gewesen, aber er ist eben der Zwerg, der immer von allen fertig gemacht wurde. Und irgendwie die ganze aufgestaute Wut bricht dann irgendwann mal aus ihm aus und er sagt, I didn't kill Joffrey, but I wish that I had. Oder, und das ist so für mich so der Moment, wo, wow. Und genau so eine Szene hat die 8. Episode von House of the Dragon wieder, wo einfach so, fuck, Mann, ey, das ist fantastisch. Und dort hat mich Ciri wieder vollkommen abgeholt. Da kommt noch der Abschluss, der auch fantastisch ist. Und das ist, dann sind wir wieder beim Punkt, wo wir vorher gesehen sind. So, der letzte Eindruck ist der, der einem irgendwie am meisterhaften bleibt. Und genau so ist für mich dann House of the Dragon schlussendlich einfach wirklich doch eine geile erste Staffel gewesen von einer Spin-off-Serie. Und ich freue mich total, wie es weitergeht. Von wie vielen Staffeln insgesamt? Ja, das ist... Ich habe mal gehört, es sollen 5 werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich 5 werden können. Also wäre krass, wenn es das durchziehen. Aber so viel oder so wenig? Viel. Viel. Ist krass. Ich habe das Gefühl, es ist viel. Weil 10 Episoden, also weißt, bei Game of Thrones am Schluss sind auch die Staffeln immer kürzer geworden. Es ist von irgendwie 10 Folgen, ist dann irgendwie ab der 6. Staffel sind es plötzlich 7 gewesen, dann 6 und so. Also sind immer weniger geworden. Aber wenn du wirklich eine Staffel an 10 Episoden machst, mit 5 Staffeln, für das, was jetzt noch kommt, immer wie gesagt, in den Büchern sind das ein paar Kapitel. Weil Fire and Blood erzählt wirklich die ganze Familiengeschichte von den Targaryens. Da fangen wir schon direkt auf ihrem Höhepunkt an. Und wir werden wahrscheinlich nicht gehen bis 200 Jahre durch, bis Danny... siehst du, jetzt habe ich mich durcheinander mit den Danny Targaryen. Also, wie heißt sie im Ganzen? Einfach die von Game of Thrones, meine ich. Glaube ich nicht, dass man es durchziehen will. Ich glaube, im Zentrum wird der Dance of Dragons sein. Und Dance of Dragons ist quasi das Ereignis, wo der Untergang von der Targaryens eingeleitet hat. Hey, Domi, du hast es nicht gesehen, gell? Ich habe es noch nicht gesehen, nein. Aber du hast noch vor zu schauen. Ja, definitiv. Wirklich, irgendwie, mal zwischendurch mal überlegt, mal zu schauen. Mittlerweile ist wieder komplett die Lust verflogen. Irgendwie jetzt, ich glaube, das ist ich bin unbestritten, dass das gut ist. Wie so vieles. Aber es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich fühle da auch gar keinen Hype irgendwie. Aber es ist einfach so schwierig zu einschätzen, ob es. Das kommt schon einfach nur so über, wie viel wird darüber geschrieben und so. Aber irgendwie. Ja, Marken hat es geheißen, erfolgreichste Sendung, die es bis jetzt gehabt. Aber ich hatte nicht den Eindruck, gehabt, dass es noch eine... Also ich kenne niemanden, der davon redet, oder? Das ist irgendwie... Ich glaube, ich kenne auch Kollegen, die es schauen, aber es hat noch nie einer etwas davon geredet. Also weißt du, irgendwie... Und sonst redest du von dem, was du schaust. Irgendwann schaust du es vielleicht schon noch, aber... Du, Game of Thrones, damals, wo es rausgekommen ist, ist es halt ein Gamechanger gewesen, sozusagen. Mhm. Es gibt immer wieder mal alle 10 Jahre wieder so eine Gamechanger-Serie und Game of Thrones ist definitiv so eine gewesen. Dann sind natürlich alle auf den Hype-Zug aufgesprungen, haben darüber geredet und wenn mal drauf gewesen bist, dann hast du es durchgezogen bis zu der 8. Staffel, auch wenn es dann so ab der 5., 6., 7. Staffel nicht mehr ganz so gut war. Und nach dem Ende... hat man es dann wirklich einfach nur noch totgeschwiegen, hat man lieber gar nicht mehr darüber reden. Das ist schwierig natürlich, unter diesen Umständen wieder einen neuen Hype zu generieren. Vor allem House of the Dragon, so geil wie es ist nicht mehr etwas komplett nie da gewesen. Das weißt du, so Produktionsstandard, Schauspieler, Kulisse und Scope und Scale überhaupt. Oder? Das ist
more of the same eigentlich. Es ist immer noch verdammt gut, aber es ist kein Gamechanger in dem Moment. Ja gut, komm, aber dann kommen wir doch noch zum anderen, wo wir mal so eine Zwischenbilanz ziehen, wo ich eben finde, wo das kommt ja eigentlich auch in so in einem Teil von einem riesigen Universum, wo es eigentlich sehr viel schon gibt. Und zwar Andor. Wirklich, es, Disney, also vor allem Star Wars Sachen gibt es ja wirklich fängst, hey, wie Sand am Meer. Also das ist ja, dass man da übersättigt ist, also ich merke es auch bei mir ein bisschen, es ist irgendwie, Star Wars ist mir ein bisschen verleidet in letzter Zeit, weil halt, wenn es einfach immer so omnipräsent ist, dann ist, wirklich, dann ist es einfach auch nicht mehr speziell. Und ich habe dann das, eben, wenn du so davon geschwärmt hast, wenn du die ersten drei Folgen geschaut hast, habe ich dann, und der Trailer ist wirklich gut ausgesehen, ich fand, doch, ich gebe mir das jetzt einmal. Und ich habe jetzt eben genau bis zu der, die heutige, wir nehmen am Mittwoch auf, haben wir jetzt beide noch nicht gesehen, aber sonst sind wir aktuell. Und ja, willst du es nochmal schön zusammenfassen, was es dort geht? Ja, Andor spielt 5 Jahre vor Rogue One. Rogue One war der Spin-off von Star Wars, wo es darum ging, wie die Todessternpläne tatsächlich geklaut wurden und in die Hände der Rebellen gefallen sind und wie damit eigentlich die einzige grosse, kleine Schwäche vom Todesstern überhaupt hat können bekannt werden, der Rebellion. Was dann quasi der Film führt, direkt in Episode 4 über. Und eine Figur aus Rogue One ist der Cassian Andor. Und er hat eine Szene in Rogue One, wo er sagt, ich kämpfe den Kampf gegen das Imperium, seit ich 6 bin. Und ja, diese Reihe fängt jetzt zwar nicht an, direkt, wo er 6 ist, sondern 5 Jahre vor Rogue One. Aber wir sehen die Flashbacks natürlich auch, wie er in den Kampf reingekommen ist. Und es ist wirklich so, quasi, wir erleben das Imperium, ich würde sagen, da erleben wir das Imperium auf dem Höhepunkt. Das Imperium ist noch nie angegriffen worden oder ernsthaft bedroht gewesen. Das Imperium ist die alles unterdrückende Macht in der Galaxie und wir erleben die Anfänge von, ja, von der Rebellion oder von einzelnen Rebellionen, die sich noch zusammenfinden müssen. Ja, kann man gut schön zusammengefasst. ich habe also was ich an dieser irgendwie speziell finde, also im Vergleich zu sonst Star Wars, eben, dass es wirklich, jetzt das gar nicht negativ behaftet, aber es ist wirklich, es fühlt sich nicht irgendwie nach Star Wars an. Ich glaube, in der letzten Folge hat man, glaube ich, zum ersten Mal Stormtroopers gesehen und vorher hast du vielleicht mal eben einmal zwei TIE Fighters gesehen und man hat einmal einen Sternzerstörer gesehen. Und sonst siehst du nichts von diesen typischen Star Wars Sachen. Es ist einfach irgendwie angesiedelt in dem Science-Fiction-Setting, wo halt aber eine spannende Welt ist. Aber irgendwie, was es so speziell macht, ist irgendwie einerseits die Welt mal auf eine ganz andere Art siehst. Also es ist wirklich so, sozusagen eigentlich das, was du sonst so im Hintergrund irgendwie siehst und dort einfach einer irgendwie durchläuft oder keine Ahnung, der eine übergibt vielleicht dem anderen, schaut den Plan, den wir organisiert haben eben, und da kommt eigentlich die ganze Story dazu. Und ja, es ist irgendwie so, eben, du hast es am Anfang schon so gesagt, also es ist halt irgendwie viel erwachsener und viel schmutziger irgendwie. Aber vor allem finde ich krass, wie, also erstens ist es sehr gut gespielt und ich finde die Dialoge, es sind einfach so stark, da wird dann richtig so Luft zum Schnaufen, also weißt du, da wird, ja, und da zeigen sie einfach mal, weißt, dann passiert eigentlich gar nicht viel, oder, aber einfach, die haben so, der Andor irgendwie, der ist auch so eine ungewöhnliche Person, wo irgendwie am Anfang auf dem Planet, wo er eigentlich mit, überall sich im Hustlen ist und irgendwie alle so ein bisschen am Ausnutzen ist, also weißt, einfach irgendwie überall dort Schulden macht und dann einfach irgendwie, er muss jetzt einfach irgendwie weg und er lässt dann eigentlich einen Scherbenhaufen hinter sich und eben kommt dann irgendwie in die Rebellion rein. Und überall gibt es wieder wie ein neues Mikrouniversum, oder, in der Rebellion, die Rebelleneinheit, die in so eine ganz eine ungewöhnliche Dynamik und jede Person selber irgendwie ist sehr gut definiert, obwohl sie auch gar nicht so viel mehr sagen müssen und hey, und dann eben die Heist-Szene, wo sie mal um etwas klauen wollen. Hey, die wirklich so einen hure spannend gemacht, finde ich. Und dann hat es, hey, also ehrlich, ich finde es wirklich, also es ist hure stark. Also, und ja, vor allem all die Elemente. Es gibt ja wie so einen Mandor, seine Geschichte. Dann gibt es irgendwie so einen Diplomatin oder eine Politikerin, wo halt auch so ein bisschen den Rebellen irgendwie hilft. Und dort bist du einfach immer auf Nadeln, weil einfach, weil es den Druck so gut überbringt, dass halt irgendwie,
das Imperium wirklich ist so eine unheimliche Macht irgendwie. So ein verdammter Bürokratenapparat auch. aber eben schon, man spürt irgendwie die Angst, oder? Total. Und, ja. Oder eben genau, Bürokraten, der ganze Teil mit vom Imperium, die voll geschaut, mehrere Leute. Und die eine die ist eben auch so, ich weiß auch nicht, sie sind in so einem, was sind das eigentlich genau? Sie sind dann in so einem Konsortium, in so einem grossen Raum, wo alle mit ihren weißen Anzügen. Das, und dann, das ist das ISB, also das ist der Geheimdienst vom Imperium. Der hat mir im Star Wars Expanded Universe, ist das eine grosse Nummer, eine riesengroße Nummer. Ist eigentlich wie das KGB oder... wie hat das geheißen? Ja, wirklich, wirklich. Also, oder wie hat das geheißen in Ostberlin? Weißt du, die, wo, weißt, wo die abgehört haben? Stasi, also ja. Wirklich so ein bisschen in dem Stil. So wird das auch porträtiert, okay. Oder? Und das ist... Da kommt es dir aber, wenn es nicht, da kommt es dir ein bisschen vor, das ist eigentlich lustig eigentlich. Sie sind das, aber sie kommen drücken wie so Bürogummis. Also, ja, das sind verdammte Bürokraten, so Sesselfurzer, oder? Der ganze Teil hat die, eben der eine Dialog, wo die meisten sind eben solche, die eben genau die Sesselfurzen, sie haben ihre Planetensysteme oder ihre Systeme, wo sie darüber herrschen und die meisten, das ist einfach der Job, den hast, oder, und den machst du einfach, oder, also irgendwie so typische Beamtenjobs, wie man sich klischeemässig vorstellt, oder, und die eine die ist eben, die sieht irgendwie, dass da was im Gang ist. Und wie sie es dann gegen ihre Kollegen sozusagen, oder vor allem ein Kollege, mir das versucht dann auszuspielen, und darum eben doch, weil sie eben verbissen, oder? Sie merkt, da ist etwas dahinter. Und der ganze Dialog dort, hey, einfach, das ist so, Zucker, ey, so zum Zulassen, einfach so ein richtig, denk, fuck, man, ja, huere gut geschrieben, das ist einfach so ein richtig, richtig gute Ding gewesen, 5 Minuten, das ist richtig schön. Mhm. Ist auf der Zunge vergehen lassen, auf den Ohren vergehen lassen. Ja, das in einem Star Wars Produkt gar nicht. Das ist also, richtig, cool. Richtig. Das ist wirklich auch das, wo ich euch also vorgeschwärmt habe, weil ich ja schon 4 Folgen durfte sehen, wo die ersten rausgekommen sind. Und ich habe es einen Monat vorher gesehen, weil eigentlich ursprünglich, wo ich die Snippets oder wie sagen wir, die Screener gesehen habe, hätte die Star Wars Andor sollen eine Woche später rauskommen. Und etwa wirklich an dem Tag, wo ich die Screener bekommen habe, einen Tag später hat Disney dann offiziell alles um einen Monat verschoben. Also ich habe alles schon einen Monat vorher gesehen und nicht dürfen darüber reden. Und genau wie der Film sagt, es ist völlig so, es ist... So, Andor had no business in being that good. Oder so. Es ist wirklich so, warum? Yeah. Das ist so eine verdammt gute, wirklich so HBO-Style, verdammt gut geschriebene Serie, wo nicht alle 20 Minuten irgendeine Lichtschwert-Action hat oder Blaster oder was weiß ich oder Witz und so, sondern es ist character-driven, sage ich dem. Und das ist wirklich so, es geht um Charaktere, es geht nicht um Plot. Plot, es gibt schon Plot, aber der ist zweitrangig. Erstrangig, die Serie wird von den Charakteren, die drei vorkommen, getrieben, vorangebracht. Wer sind die, was haben die, was sind ihre Ängste, ihre Träume, warum stehen die unter Druck? Eben, wie du sagst, Politikerin, das ist Mon Mothma. Die sieht man in Episode 6 zum ersten Mal, in Return of the Jedi, ist sie eigentlich dort die Leaderin von der Rebellion, und da sieht man sie jetzt noch als Senatorin vom Imperium, wo aber eben im Hintergrund versucht, irgendwie etwas dagegen zu unternehmen. Und wie du viel sagst, du spürst extrem, also sie ist eigentlich ein verdammt hochrangiges Mitglied in diesem Imperium, aber ein Fehler, ein falscher Schritt und alles bricht zusammen, oder? Und irgendwie, sie hat so viele geile Szenen mit dem Luthen, das ist ein anderer Charakter auf Coruscant, wow, mit ihr zusammen. Sie hat so viele geile Szenen mit ihm, er spielt dort so einen Relikthändler sozusagen, so von Reliquien, Relikt oder Schätze und so, wo er verkauft an die vom Imperium, an die Reichen und Hochstehenden. Und sie stehen dort immer im Laden mit einem riesenbreiten Lächeln und so, ja, das Teil und so. Weil der Fahrer von der Mon Mothma, der gehört zum ISB, und sie weiss das, und sie weiss, dass er sie beschattet. Und darum müssen sie vordergründig so tun, als ob sie da irgendwie über den Gegenstand redet, aber eigentlich zwischen den Zielen redet sie, wie sie die Rebellion, die nächsten Schritte sollen planen. Das ist so genial geschrieben und so gut gespielt, und du spürst die ganze Zeit den enorm immensen Druck und die Last, auf ihre Schultern ist, und das zerreißt die halbe. Und das sind die ruhigen Szenen. Du hast immer, wir haben damals gesagt, du hast immer eigentlich die drei, ein Arc ist immer 3 Folgen. Also 3 Folgen sind immer von einem Regisseur abgefilmt, Anfang, Mitte, Schluss. Und dann, wenn der Arc vorbei ist, fängt ein neuer Arc an mit einem neuen Regisseur und einem neuen Drehbuchautor. Und so fühlt es sich auch immer an. Du hast dann einmal wirklich Episoden dazwischen, wo
keine Action haben, die kein irgendwie Anfang, Mitte, Schluss, die keine Pointe haben, sondern wirklich einfach nur ein Mittelteil ist. Darum finde ich eben, Episode 5 hat sich extrem um die Charaktere, die dort drin sind, gekümmert. Du hast genau verstanden, wer von wo, was, wie kommt. Es ist nicht viel passiert. Diese die Folge an sich ist jetzt vielleicht nicht die spannendste gewesen, aber nachher die Heist-Episode, die nachher kommt, ist dafür umso spannender gewesen, weil die verdammt nochmal nicht egal ist, was mit diesen Charakteren in dieser Szene passiert. Die sind nicht einfach gekommen und ja, jetzt müssen wir etwas klauen und es ist ein bisschen spannend. Und du hast wirklich gedacht, fuck, was passiert jetzt mit denen, oder? Und darum ist die so spannend, dass das, was du vorher investiert hast in einer Folge, die jetzt vielleicht nicht irgendwie eine mega Action hat, hast du dafür nachher den Payoff in der nächsten Episode. Und das ist nicht Star Wars-like, überhaupt nicht. Und das ist schon gar nicht Disney-like, oder? Also wenn, schau mal, all die Marvel-Serien, wo wir sind, da muss quasi die ganze Zucker kommen. Du musst die Leute in jeder Episode, alle 10, 15 Minuten, mit irgendeinem Cameo-Action, irgendeinem Verweis auf einen anderen Film, es muss immer irgendein Zuckerli geben. Und das hat Andor schlicht und einfach nicht. Andor kümmert das nicht. Andor will einfach eine verdammt geile Geschichte mit super Charakteren erzählen, genial geschriebene Dialoge, ein Pacing, das halt jetzt nicht das schnellste ist, das und es passt einfach nicht zu Star Wars, aber ich finde es grossartig. Ich finde Star Wars ja geil. Das ist cool. Ich finde Star Wars fantastisch. Ich liebe Star Wars und ich möchte The Mandalorian überhaupt nicht missen. Ich möchte meine Kinofilme nicht missen. Aber ich finde es geil, dass man auch Zeit hat oder sich Raum und Platz und Budget genommen hat, um mal eine andere Story oder eine andere Art von Storytelling in Star Wars zu bringen. Ich finde das grossartig, dass das auch mal Platz haben darf. Und ich liebe Andor und ich liebe auch The Mandalorian und ich habe auch Obi-Wan Kenobi geil gefunden, aber ich finde es geil, dass es für alles Platz hat. Hey, aber es ist krass, wie es eben eigentlich produziert ist, also gerade das Budget so zu Obi-Wan Kenobi, genau, ist krass, es ist irgendwie visuell sieht's einfach heftig aus. Und eben, ich finde es so interessant, ich habe eigentlich so Star Wars-Kollegen, die es eben eigentlich nicht so gut finden, sie finden sich einfach zu langsam. Ja, ich wollte fragen, wie kommt so allgemein in die Star Wars-Community an, also wird es positiv aufgenommen? In meiner Twitter-Bubble ist am Anfang hast du gerade die, die eben sagen, das ist mir ein bisschen zu lame, ein bisschen ne. Und die anderen, die wie ich so total begeistert sind. Mittlerweile sind wir bei Episode 7. Die, die es nicht geil gefunden haben, sind schon lange ausgestiegen. Und die es geil finden, die sind total begeistert. Die reden wie ich. Die sind einfach total begeistert, overwhelmed. Das ist halt wirklich sehr nischig. Vor allem, wenn du aus einer Star Wars-Fandom kommst, das ist nichts für Kinder. Der George Lucas hat mal gesagt, Star Wars ist für 12-Jährige. Und Andor ist definitiv nicht für 12-Jährige. Das interessiert die nicht, das ist nicht spannend für die, das ist wirklich nicht für das Publikum gemacht. Darum, es gibt durchaus Leute, die sagen, das ist mir zu langsam und das ist mir zu langweilig und das verstehe ich nicht. Und es ist definitiv nicht etwas, was allen passt. Mir spricht das halt extrem an. Mittlerweile. Ich finde, es ist mehr so ein bisschen auf eine Art, weißt du, wie so Succession, aber einfach mit Star Wars. Das heißt, ich habe Succession nur eine Folge gesehen. Aber, das ist doch übertrieben gesagt. Succession ist vermutlich schon noch komplexer und politischer. Aber es ist einfach eben sehr kaltvoll und eben, ich glaube wirklich so ein bisschen, eben auf eine Art wie für so Filmfans, weißt du, so ein bisschen, nicht Arthouse, ist einfach völlig übertrieben. Aber einfach, du musst schon irgendwie eine Freude haben, irgendwie, wenn es ein bisschen langsamer ist und eben und an so diesen Dialog. Eben, und dann klopft es halt nicht und du siehst kein Lichtschwert. Aber ich finde dafür, wo du dort mal die TIE Fighters siehst, ist schon krass. Es gibt mittlerweile 20 Millionen Star Wars Filme, Trickfilme und Serien. Und in allem, die ich gesehen habe, sind die noch nie bedrohlich übergekommen. Es ist einfach so piu, 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 so Actionfiguren und so. Und da ist es einfach so, oh geil, die sind so richtig unheimlich übergekommen, weil einfach, die sind dort auf dem Feld und dann kommt einfach so die verdammte Kampfflüger. Und dann macht so der fliegt ist so einmal laut, im Tiefflug so über sie durch und du spürst die Wucht und die Lautstärke, den Bass gerundet und du spürst so, und sie auch so, oh, schnell. Naja, das ist wirklich so geil. Er hat mich überzeugt, ich werde reinschauen. Also, da, gut. Ich liebe so Zeug, wo sich Zeit nimmt und der Payoff dafür umso grösser ist. Ich liebe so Serien. Also, das ist sehr, sehr geil. Also, komm, dann habe ich noch etwas komplett anderes, wo ich eben schon länger mal geschaut habe. Einfach damit wir noch etwas Trashiger haben. Und es passt einfach eben, weil es ist ja Halloween. Wo übrigens der Domi und ich, wir machen wieder einen Halloween-Stream am 31. Wir wissen noch nicht genau, ab wann. Ab 4, ab 5. Irgendwie so für ein paar Stunden zocken wir Horror Games. Und eben im Horror geht es auch in Chucky, der Serie. Ich glaube, es gibt 2 oder 3 Staffeln. Ich bin irgendwie in der Mitte oder so von der ersten. Und ich habe Chucky schon immer geil gefunden. Das ist eine lustige Horrorfilmreihe mit der beknackten Mörderpuppe. Es ist einfach beknackt. Und
die Serie ist eigentlich auch beknackt, aber ich glaube, sehr bewusst. Also es ist nicht so unfreiwillig. Ich glaube, die weiss. Sie wissen, die weiss, was sie machen. Was sie will. Ja. Ja. Und du folgst irgend so einem Teenie, auch wieder mal einer, wo ich weiß auch nicht, der spielt vermutlich einen 16-Jährigen und der ist irgendwie 25. Also es, ja, die Alter sind wieder ein bisschen beknackt. Aber sie sind, nein, sie sehen auch jünger aus. Mhm. Aber sie sind halt einfach so Highschool oder irgendwie so. Er findet auf einem Flohmarkt mal wieder die Jockey-Puppe. Und er war ja vorher schon ein verdammter Creep gewesen und hat die komische Uhren-Mörder-Puppe sich bastelt als Kunstprojekt. Er ist ein Weirder. Und ja, dann landet der Jockey BM und sie wird dann so fast ein Freunde am Anfang. Also Freunde halt. Der Jockey sagt halt einfach, schau mal, du sind das alle gegen dich und ich helfe dir dann. Und ja, der Jockey hilft mit Morden. Und es vermischt eigentlich so ein bisschen Highschool, nicht unbedingt Drama, aber es hat dann so die super Beliebte, die ihn immer mobbt. Mhm. Und weil dann sein Vater stirbt, dann kommt er sozusagen zu seinem Cousin wohnen und der ist eben zusammen mit der, die ihn immer mobbt. Und dann gibt es noch einen anderen, wo dann sein Kollege wird, der natürlich einen Podcast macht, weil heutzutage gibt es keine Serie, wo nicht irgendjemand einen Podcast macht. völlig unrealistisch. Er hat ein falsches Studio. Seine Mutter ist natürlich die Polizistin, die den ganzen Mord untersucht. Und weißt du, er hat so die ikonischen Filmposter an der Wand. Da ist so, kein 16-Jähriger hat so ein Zimmer. Aber er macht hier professionell seinen Podcast. Und es ist einfach, es hat irgendwie ein gutes Pacing und ist irgendwie lustig, weil der Chucky ist einfach irgendwie immer lustig mit seinen dummen Sprüchen und wie er dann so rumhösselt am Boden mit seinem Kackmesser und die Leute umbringt. Es ist wirklich so ein trashige Horror-Serie, aber irgendwie unterhaltsam. Also sie gehen, glaub, fast eine Stunde die Folge, eigentlich schon eher ein bisschen lang. Aber es ist, ja, wenn du wieder mal eine lustige Horror-Serie watch, wo wirklich schon auch ein bisschen beknackt ist. Weißt du, wirklich gerade so, wo wir so von kalt voll haben, da ist wirklich das Gegenteil. Da hat so Dialoge, okay, die werden einfach abgelesen. Also weißt du, irgendwie, fuck, habe ich mir den einen aufgeschrieben. Das ist wirklich so, ich weiß nicht, wie ich das aufgeschrieben habe. So ein typischer Dialog, was irgendwie, wo eben die Polizistin mit ihrem Sohn führt und dann einfach irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sie sagt, aber sie ist so Betonung, ist wirklich einfach so, ja, also weißt du, ich kann es mir vorstellen, ja. Aber das ist einfach, genau, da ist nichts dahinter. Das ist einfach so, gut, ich habe das Kärtchen abgelesen. Job done. Ja, wirklich. Okay. Und Special Effects sind ja eher mässig, jetzt vom Trailer, den du abgespielt hast. Ja, ja, also das ist nichts, genau. Ich bin bei der Puppe nicht sicher, wie die gemacht ist. Ich kann es mal nachschauen. Mhm. Ich habe das Gefühl, es muss irgendeine echte sein. Mhm. Weil also jetzt, am Anfang, als er es einfach umgedreht hat, war es sicher eine echte gewesen, oder? Aber wenn er sich bewegt oder das Maul bewegt, ist für mich klar CGI gewesen. Ich finde, es sieht eben sehr komisch aus. Ja, vielleicht ist es schon so, aber irgendwie es sieht für CGI eben nicht komisch aus. Aber Chucky, die hat eben sonst immer anders ausgesehen in all diesen Filmen. Mhm. Mal völlig scheiße, mal wieder besser. Das habe ich wirklich nachschauen. Hey, aber eben, also wenn man Chucky gut findet, dann ist es wirklich, es ist unterhaltsam. Es ist wirklich noch witzig gemacht. Ich glaube, Chucky war immer schon Trash gewesen, oder? Also das muss man nicht erwarten. Yeah, yeah. Nein, aber ich meine, weißt du, es gibt Chucky 1, ist zum Beispiel wirklich ein guter Horrorfilm. Aha. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, 2, mag mich gar nicht mehr erinnern. Und dann irgendwie, weißt du, 4, 5, es hat eine richtig schlechte gegeben, die dann einfach auf allen Ebenen einfach versagt, oder? Stimmt. Und das 1 ist sicher der Beste. Und ich finde, die Serie ist auf einem guten Level, nicht einfach so eben unfreiwillig lustig. Bin ich zumindest der Meinung. Ein guter Sound und so. Und eben so ein Halloween-Ding. Aber ich meine, eben, ist natürlich überhaupt nicht unheimlich, finde ich. Und so. Also, ist jetzt im Oktober rausgekommen? Oder? Vor einem Jahr, aber. Jahr. Ah, schon vor einem Jahr. Wer ist der Synchronsprecher von Chucky? Weiß man das? Also, weiß man schon, aber weißt du das? Weiß gar nicht. Nein, keine Ahnung. Ich weiß aber, er ist mal in einem Film. Ich weiß gar nicht, ob es der gleiche ist wie früher. Ja, also in einem Film ist ja der Mark Hamill, hat ja die Synchronisation gemacht. Ah, wirklich? So ein Soft-Reboot. Und Mark Hamill ist ja ein verdammter Gott unter den Synchronsprechern. Oder hat ja den Joker gemacht und ganz viele andere. Invincible spielt er auch die Rolle von dem, der Superhelden-Kostüm macht. Und bei Sandman hat er auch eine Rolle als Kürbiskopf. Ich liebe Mark Hamill als Synchronsprecher. Also der Luke Skywalker-Darsteller, für die, die nicht so Nerd sind. Ja.
Weil im ersten, dort siehst du auch, wie der Mörder in die Puppen reinkommt. Mhm. Und dort bin ich der Meinung, ist vermutlich der Sprecher auch gleich wie der Schauspieler. Hätte ich jetzt mal gesagt. Aber kann sein, später, wenn das natürlich nicht mehr vorkommt, dann ist es einfach, kannst du natürlich auch einen besseren Sprecher nehmen. Der Mark Hamill, der macht das sicher gut. Also die schaue ich sicher mal noch ein bisschen weiter. Und Welcome to Wrexham, das bringen wir, dann schieben wir noch mal eine Woche. Ich habe noch ein paar Folgen geschaut, aber ich bin jetzt abgelenkt von... Ich habe nur das God of War zuspielen und es passt dann eben doch nicht so gut zusammen. Genau, God of War haben Domi und ich gespielt. Also das richtige Review und so, das kommt dann erst nächste Woche. Wir dürfen jetzt einfach ein bisschen über die erste Stunde. Preview, ich glaube erste fünf Stunden ungefähr. Gell, irgendwie so, bis einfach die eine Person oder Tier, der Teil dürfen wir irgendwie über den dürfen wir reden. Und also darum, ich würde jetzt auch gar nicht mega lang darüber reden, weil ich finde, das kommt einfach auch nicht vor. Und, ich finde, das einmal ein bisschen beknackt, das ist einfach so eine Werbung irgendwie. Aber ich habe gleich gefunden, was war so dein erster Eindruck jetzt von diesen ersten fünf Stunden? Es ist wirklich so, also mega direkte Kontinuation von dem, was passiert im ersten Teil. Also storytechnisch, also gameplay-technisch, es fühlt sich wirklich an, als hätte irgendwie God of War 3 Jahre nicht mehr gespielt und würde wieder einsteigen. Also wirklich so. Und das meine ich positiv. Also es ist, wenn man den ersten Teil gerne hatte, dann wird man sich im zweiten sofort daheim fühlen. Es hat alles, was der erste Teil gut gemacht hat, hat es auch wieder hier. Die Kämpfe sind genauso episch und gut gemacht wie im ersten Teil. Dialog zwischen den Charakteren sind Hammer. Finde ich sogar noch mal ein bisschen besser und lustiger teilweise gemacht als im ersten. Also es bringt noch so ein bisschen Humor rein in die sehr ernste Story, die eigentlich erzählt wird. Und was man muss sagen, schon in den ersten 5-6 Stunden, was mir aufgefallen ist, dass es sich wie ein PS4-Spiel anfühlt. Es ist gar nicht böse gemeint oder so. Es ist ja auch klar, ein PS4-Spiel, das auch auf der PS5 läuft, beziehungsweise als PS5-Version rauskommt. Aber man merkt, dass es als PS4-Spiel angefangen hat. Also von den kleinen, relativ kompakten Level-Designs über die Ladezeiten, die kaschiert werden, wenn du irgendwie durch eine kleine Wand zwängen oder eine Tür aufmachst und dann merkst du, okay, es ladet jetzt, es ist im Hintergrund am Laden. Und auf der PS5 wäre das ja gar nicht mehr nötig in dem Sinn, weil du ja dort extrem schnelle Ladezeiten hast und du grosse Levels könntest machen. Aber eben im Grunde genommen ist es ein PS4-Spiel. Das ist mir wirklich von Anfang an aufgefallen. Und sonst, ja, Luca, du freust dich auch drauf, du hast das Eis auch cool gefunden, oder? Oh ja, grossartig. Ja. Ich habe es mit irgendwie 2 Jahren Verspätung gespielt und bin dann aber völlig over. Ja, aber nein, wirklich hurengeil. Ich freue mich extrem. Ja. Dann kannst du dich... Ich glaube auch, wenn das ist so, also jetzt dann nur auf die ersten paar Stunden bezogen, ich glaube genau, dass wer das erste geliebt hat, wird da vermutlich auch das zweite wieder gut finden. Und ich finde, es zeigt auch wieder recht schnell, dass das Highlight wird, ist einfach das Storytelling. Also das ist einfach, erzählt einfach so eine epische Geschichte. Und eben, ich finde es einfach, es ist immer wieder erstaunlich, einfach wirklich aus dem eindimensionalen Wutbürger, eben mit so ein bisschen eben Sexy Time, irgendwie, wo du einfach irgendwie da in Kisten looten und in der nächsten Szene einfach ein paar halbnackte Weiber, die du dann irgendwie im Minigame Sex mitten hast und so, zu einfach irgendwie einem von den besten Geschichten sich entwickelt hat, mit irgendwie so einem komplexen Charakter. Das ist so lustig. Also weißt du, dass du das eigentlich als Grundlage nimmst? Ja. Ist irgendwie witzig, oder? Auch die ersten Stunden geht es dort weiter. Eben, da es funktioniert ist halt so gut vom Storytelling her, weil im ersten, er ist ja wie so ein neues Leben, ein neues Kapitel, die Vergangenheit Ruhe lässt, die Vergangenheit möglichst nicht erwähnen, unterdrücken und wirklich so vergessen. Also eben so, da ist einiges gewesen, was man nicht so stolz drauf ist. Und das vom Macht natürlich gibt einem Charakter immer extrem viel Tiefe, so etwas. Oder wenn es dann nachher schön, kannst langsam in der Story wieder auseinandernehmen, was ist da genau gewesen, was ist da, kommt da Böses führen. Das haben sie darum eben sehr clever. Oder es klingt so unlogisch, dass das funktioniert, aber genau wegen dem funktioniert es eben.
Ja, gut, ich glaube, das funktioniert ja völlig unabhängig, weil viele haben ja die Alten nicht einmal gezockt, oder? Und sie thematisieren ja die Sachen nicht. Das weißt, eben, aber du das spürst, dass da etwas ist. Du spürst, dass der Charakter schon existiert hat. Ja, genau. Charakter hat existiert, lang bevor du das Spiel hast angefangen zu spielen. Das meine ich mit Charaktertief. Ja, es fühlt sich an einem komplett neuen, sondern du spürst, da ist eine riesen Vorgeschichte davor, wo ich jetzt nicht in- und auswendig kenne und wo ich auch noch kenne, aber du spürst, sie ist da. Und das ist halt etwas, wo vom Storytelling immer sehr, sehr schwierig zu erreichen ist, wenn du einen neuen Charakter schreibst. Und das ist da halt einfacher gewesen, weil es tatsächlich eine Vorgeschichte gibt, wo 15 Jahre erzählt wurde. Aber es ist schon noch lustig. Eben, sie nehmen jetzt auch aufs Alter bezogen natürlich einfach die paar spannenden Sachen raus. Weil ich meine, ich weiß nicht, ob jemals erwähnt worden ist, so, ja, und dann habe ich dort dann irgendwie ein Nümmerli geschoben, irgendwie wäre bevor einem Bossfight irgendwie mit irgendeiner, oder? Also irgendwie die Sachen. Ich weiß nicht, ob die jemals, ich wüsste nicht, wie es das anbringen würde. Das wäre das wäre ein Challenge. Versuche bitte mal das gehaltvoll irgendwie einzubauen, dass er dort so sehr, sehr komisch sich am verhalten hat. Oh, das wäre hure lustig. Ey. Ja, und dann habe ich dort, das ist meine Klemme gemacht. Genau, mit seiner geilen Stimme, ja, die Stimme ist ich liebe seine Stimme, wirklich. Ich könnte ihm den ganzen Tag zuhören. Das ist wirklich geil, ja, wirklich geil. Und es gibt wieder keine Cuts, also es ist wieder wie beim ersten Spiel. Sie haben uns noch gefragt, als wir den Trailer gesehen haben, das haben sie wieder übernommen. Und was ich auch noch cool finde, Performance ist auf PS5 halt unglaublich gut, weil es halt im Grunde genommen ein PS4-Spiel ist. Du kannst bis zu 120 Frames per Second auswählen. Das heisst, es läuft extrem flüssig und sieht sehr geil aus. Bis jetzt. Hey, genau. Du spielst auch auf dem Modus in dem Fall? Nein, ich habe den Modus kurz ausprobiert, aber mir reicht der mittlere Modus, der 60 Frames per Second ist in dem Fall. Ich habe einfach visuell, ich habe mal zwischen dem ganz langsamen, es gibt wie vier verschiedene Modus, wenn alles hin und ausstellst. Und ich habe mal dann wirklich den Grafikmodus ohne Performance blabla eingestellt. Und dann erstens, spielerisch geht gar nicht. Zähe Gummi. Und ich habe wirklich, ich sehe im Hintergrund, manchmal kann es ein bisschen flimmern. Auf dem Performance-Modus. Das ist das Einzige. Das Gesicht im Fall, das ist irgendwie... ich finde es noch krass irgendwie. Normalerweise bin ich dort heikler. Also zum Beispiel im Horizon, Forbidden West, dort hat es mich dann irgendwie dann gleich wieder gestört. Hast es nachher wieder ausstellen. Das hat aber auch zum Launch, also vor dem Launch, sehr schlechter Performance-Mode gehabt. Es hat wirklich alles geflimmert, so ein bisschen fern. Es ist wirklich, es hat nicht schön ausgesehen. Verbessert. Ja, es hat sich verbessert im Nachhinein, ja. Ja, okay. Weil dort ist wirklich so ein bisschen, ja super, da ist einfach viel flüssiger und das ist einfach, da sehe ich einfach optisch den Unterschied, das ist scheiße. Ja. Und da ist wirklich so, ja gut, wenn ich wirklich nicht, weil ich bin wirklich heikel, wenn ich es nicht sehe, dann ja gut, dann nehme ich einfach den Schnellste, oder? Ja, voll. Und vielleicht probiere ich es auch nochmal. Das ist erfreulich. Ja, vielleicht, also kann ich das jetzt extra nicht nochmal zurück, weil wenn ich es dann sehe, dann nervt es mich dann. genau. Gut, dann das andere, wo wir auch alle gespielt haben. Ich hatte das in meiner Liste vorher, aber ist das Marvel Snap. Und ich finde das auch noch es ist noch ein außergewöhnliches Game. Es ist das stimmt gar nicht. Es ist nicht nur Mobile. Es gibt es ja, glaube ich, auch auf PC und so. Ja, aber es ist ganz schon ein offensichtliches Mobile-Game. Ja, absolut. Also, voll. Ein süchtig machendes Mobile-Game, würde ich sagen. Für mich jetzt nicht. Aber ich finde es aber einfach, ich finde es ein cooles Game. Ich finde Karten-Games eigentlich geil. Und es ist... eben, von ein paar von den Hearthstone-Entwicklern. Und ich glaube, da merkst du irgendwie schon, dass die das... die wissen einfach, wie man ein gutes Kartenspiel macht. Und das ist so Snack-Size. Das ist halt Snack, gut. Ja, genau. Eine Runde geht ja nur... Es sind ja nur sechs Spielrunden pro Match sozusagen. Das heisst, in einer, zwei Minuten hast du das durchgespielt und hast dann halt immer das Gefühl, komm, nur noch eine. Die nächste gewinne ich dann. es ist... Du spielst auf sechs Runden, du hast eine Handvoll Karten, wo du kommst einfach immer neu über. Das hat drei Spielfelder, wo du gleichzeitig mit dem Gegner wählst du deine Karten aus und sie werden dann einfach noch aufgedeckt. Also du siehst nicht direkt, was der andere spielt, du reagierst nicht auf das, was er gerade spielt. Und die drei Felder haben einfach unterschiedliche Eigenschaften und auch die werden, jeder Runde wird wieder eine aufgedeckt. Also in der ersten Runde weißt du nur, was die das erste Feld für Eigenschaften hat, in der zweite das zweite, in der dritte dann auch das dritte. Und zum Gewinnen musst du einfach in mindestens zwei Feldern mehr Punkte haben als der Gegner. Und deine Karten, die du spielst, die brauchen halt mehr Energie und in der ersten Runde hast du halt einen Punkt, in der zweiten hast du zwei Punkte. Und so kannst du halt einfach stärkere Karten erst später spielen. Und dann gibt die Karten dann keine Eigenschaften und gewisse Karten haben Eigenschaften und das Deck kannst du natürlich dann anpassen.
Und ja, dann musst du halt irgendwie taktisch spielen und dann die Felder können dann Eigenschaften haben, wie alle Karten haben plus 3 Schaden oder jede Karte hat 25% Chance, dass sie gar kaputt geht oder man kann nur in der dritten und vierten Runde Karten hier spielen. Ich habe wirklich eine beschissene Kombination gehabt, irgendwie es fehlt hier alle Karten minus 3 Stärke. In einem hast du irgendwie nach der ersten 3 Runden keine Karte mehr können spielen und im letzten ist, wenn die Karte dort gespielt wird, dann wird sie zerstört. So, was mache ich jetzt? Gut, aber es sind natürlich... Es gilt ja bei beiden, oder? Ja, also voll, ja. Ja, ja. Das ist... Ja, ich finde, also was ich jetzt witzig finde, ich habe jetzt keine grosse Affinität für die Marvel-Helden, aber ich finde, es ist noch geil gezeichnet. Mir gefällt so, als Comic-Fan finde ich den Stil noch witzig gemacht. Mhm. Mit auch, du kannst eine Karte, du kannst upgraden, damit sie schöner aussehen. Mhm. Eigenschaftenmäßig bleiben sie dann gleich, oder? Ja. Aber du kannst sie dann bis zu 3D und so und animiert kannst sie haben. Das ist einfach witzig gemacht. Und ich meine, das Game selber, ich meine, das ist halt so typisch, es ist ein Free-to-Play und es hat etwa 4 verschiedene Menüs, wo immer irgendeine Zahl aufblinkt, weil dort etwas kannst du noch abholen und dort hast du eine Quest gemacht. Und auch etwa 4 verschiedene Währungen, wo so Zeugs überfordert. Ja, möglichst kompliziert, ja. aber das Game selber ist erstaunlich komplex, also das ist schon noch geil. Manchmal merkst du wirklich so, dann bist du im dritten Zug so, okay, jetzt habe ich wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, weil irgendwie vielleicht spiele ich es lieber den Stark jetzt in dem Feld, dann gehört mir der mal vorläufig, aber wenn er natürlich dann die eine spielt, die seine alle verdoppelt, dann ist der genau komplett für die Füchse gewesen. Mhm. Ja. Und das finde ich noch geil. Du musst wirklich abwägen, wo musst du jetzt die Karten spielen. Und ich habe jetzt noch keine Decks erstellt. Das ist generell etwas, was ich habe. Ich finde es nicht so geil, aber das gehört halt auch dazu. Ja, genau. Was ich noch cool muss finde, ich noch sagen, also man muss ja noch sagen, du hast 3 Spielfelder und du musst 2 von 3 gewinnen, um das Spiel zu gewinnen. Ja, das habe ich gesagt. Ah, sorry, das habe ich irgendwie über... Sowieso. Weil dann musst du ja eben genau immer überlegen. Wie geht ihr einmal taktisch vor? Versucht ihr alle 3 oder könnt ihr euch relativ früh auf 2 konzentrieren? Oder? Konzentrieren und was im Fall auch noch recht viel hilft, du merkst dann, bei mir ist es meistens so, dass 2 mega umkämpft sind und das dritte geht so ein bisschen vergessen. Und dann im letzten Spielzug konzentriere ich mich einfach voll auf das dritte und verliere halt eins von den 2 anderen und gewinne dann meistens. Das ist wirklich so, der Spielverlauf bei mir ist immer mega ähnlich, dass 2 umkämpft sind und nachher kannst du den Gegner einfach überraschen mit einem komischen Spielzug am Schluss. Mhm. Das ist geil. Ja, ich mache immer also genau 3 habe ich noch gar nie probiert. Ich habe immer 2. Ich habe auch noch gemerkt, es ist noch lustig, wenn es einfach unentschieden ist, dann zählt es dann auch noch die Punkte. Ja, genau. Also wenn dann dein Unterschied, dann zählt dann der Unterschied. Mhm. Weißt, wenn du irgendwie 30 Punkte hast bei der einen und er hat 10, und also dann ist die Differenz 20 und beim anderen Feld ist vielleicht Differenz Nummer 2, dann gönnst du gleich du. Ah, krass. Was ich auch noch geil finde, das Spiel heisst ja Marvel Snap. Und Snap ist eine Funktion, die du während der Match so hast. Du kannst sozusagen wie wetten, dass du gewinnen wirst, wenn du dich ganz sicher fühlst. Kannst du eine Währung wetten, die dann gebraucht wird, um Zeug freischalten. Und dann kannst glaube ich, nicht nur verdoppeln, sondern 2x2. Also du kannst, glaube ich, anstatt 2 von diesen Währungspunkten kannst du am Schluss 8 gewinnen, wenn du 2x wetten während dem Spiel. Und das ist immer lustig, wenn du siehst, der Gegner hat jetzt gewettet, aber selber das Gefühl hast, nein, das schaffe ich locker, dann gibt es ein Wett zurück und es eskaliert dann immer so verdammt schnell. So geil. Aber du kannst ja auch das Gegenteil machen. Du kannst ja dich zurückziehen. Ja, genau, du kannst dich ja zurückziehen. Genau, wenn du das Gefühl hast, das okay, er hat gewettet und nein, ich will nicht 8 von diesen Dings verlieren. Ich gehe jetzt lieber raus und verliere 2. Das kannst du auch immer jederzeit machen, genau. Kannst du wie folden, wie im Poker eigentlich. Ja, voll, ja, genau. Und ich bin sehr konservativ. Ich lasse zuerst den Gegner immer snappen, ich habe das Gefühl, die meisten tun zu früh snappen und sind sich zu sicher und jetzt können sie gewinnen. Und das ist umso cool, wenn du dann gewinnst und weißt, er hat damit angefangen. Da hast du es. Ja, genau. Nimm das. Super geil. Ja. Sehr geil, ja. Nein, das ist wirklich cool. Also wer Marvel-Fan ist, der muss das sowieso mal ausprobieren. Hey, jetzt nimmt mich noch das letzte Wunder. Ich glaube wirklich, das muss ich einfach vor dem Dezember muss ich das noch irgendwie reinbringen, um das auch noch gamen. Und das, weil ich habe ja das erste schon geil gefunden, dass Mario and Rabbids Sparks and Hope, also das neue. Jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so XCOM-mäßig, wie es mal war, ja? Ja, jetzt kannst du die Spielfiguren auf dem Spielfeld eigentlich komplett frei bewegen pro Spielzug. Früher war es wirklich genauso wie in XCOM. Du hast ein
wie ein Grid auf dem Spielfeld, wo du dann deine Spielzeuge drauf hast können spielen. Und jetzt kannst du einfach, wenn du dran bist, kannst du der Mario beispielsweise in einem Radius kannst du den frei bewegen, kannst Gegner angreifen, kannst mit deinen Teammates Kombos machen, zum Beispiel, wo sie draufspringen und an weit entfernte Orte kommen. Du kannst alles machen und einfach sobald dass du einen Gegner mit einer Waffe angreifst, kannst du dich nicht mehr bewegen. Aber vorher bist du wie komplett frei und es gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Dynamik und so eine Prise von Echtzeit. Also es ist immer noch ein rundenbasiertes Strategie-Game, aber durch das, dass du dich frei kannst bewegen, fühlt es sich ein bisschen mehr nach Echtzeit an. Genau. Es klingt nach einer mega grossen Neuerung. Ich habe aber schon irgendwie so nach 3-4 Stunden gewöhnst die Hure schnell dran und es fühlt sich genauso an wie das erste Spiel. Also oberflächlich sieht es nachher eine mega krasse Neuerung aus, aber wenn du ein bisschen tiefer reingehst, fühlt es sich sehr, sehr ähnlich an. Am Anfang hast du die genau gleichen Helden wie im letzten, oder? Das bin ich mir gar nicht sicher. Es fehlen ein paar Helden, die im letzten sind vorkommen. Ich glaube, im letzten hast du von Anfang an hast du noch den Yoshi und den Rabbit Yoshi gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Die sind nicht mehr dabei, also die gibt es gar nicht mehr. Die sind ersetzt worden mit neuen Charakteren. Neu dabei ist ein neuer Rabbids-Charakter, der gar nicht irgendwie auf Mario-Charakteren basiert. Der Bowser ist neu dabei und die Rosalina, also Rabbit Rosalina, ist auch noch dabei. Rosalina ist die Prinzessin, die in Mario Galaxy eine grosse Rolle gespielt hat. Das sind die drei neuen und eben dafür die zwei Yoshis sind leider nicht mehr dabei. Und der Donkey Kong aus dem DLC, aus dem ersten hat es ja noch DLC gegeben, der kommt leider auch nicht mehr vor. Das hat das finde ich sehr traurig. Ja, das war ein sehr cooler DLC. Habe ich noch fast cooler als das Hauptspiel gefunden und bin sehr traurig, dass der nicht mehr dabei ist. Dafür der Bowser ist super geil, der hat so einen riesen Raketenwerfer. Der meint einfach alles nieder. Der ist wirklich super cool. Mit dem kannst du zum Beispiel auch wirklich Wände zerstören. Also zum Beispiel eine gute Kombi ist, mit dem Bowser vorrennen, alle Wände zerstören bei den Gegnern und dann mit dem Luigi, der immer noch so ein Snipergewehr hat, von hinten alle Headshotten sozusagen. Das ist eine ganz gute Taktik. Und sonst, genau, es ist grösser, es ist besser, grafisch sieht es anders aus. Ich würde nicht sagen besser. Es ist ein bisschen anderer Stil als im ersten. Es sieht weniger nach Mario aus, mehr nach Rabbids, so Spielumgebungen. Und du hast zwischen den Kämpfen hast auch Levels, wie schon im ersten, wo du frei kannst erkunden. Aber hier fühlen sich die Levels nochmal grösser an. Du bist nicht irgendwie auf vordefinierte Pfad gebunden, sondern kannst wirklich alles frei exploren. Du hast auch so Nebenquests, die du kannst machen. Am Anfang ist es cool gefunden, bei den ersten zwei, drei Welten, aber dann ist es dann auch irgendwann wie too much geworden. Es gibt so viel Zeug zu machen da drin und das meiste ist halt einfach leider nicht so mega spannend. Und darum habe ich mich irgendwie nach der dritten oder vierten Welt vor allem auf die Hauptmissionen konzentriert, die sensationell gut sind. Und es ist ja nicht so schwierig, dass du jetzt, glaube ich, müsstest irgendwie all die Zusatzsachen machen, um dich aufleveln, oder? Nein, es ist einfacher als das erste Spiel, würde ich auch sagen. Im ersten Spiel habe ich oftmals auch das Gefühl gehabt, dass es so Difficulty Spikes hat gegeben. Also wirklich so Missionen, die so abartig schwierig waren, wo du einfach alles perfekt hast müssen machen, sonst hast du es nicht geschafft. Das habe ich hier nicht mehr gehabt. Und eben, nach der dritten Welt habe ich wirklich auch nicht mehr so aufs Aufleveln geschaut und bin trotzdem relativ easy durchgekommen beim letzten Bosskampf. Dann. Ja, nein, ich muss mir das irgendwie noch geben. Ich muss schauen, wenn es noch einen Zeitslot hat. Es lohnt sich, ist wirklich cool. Ah, genau, noch ein Punkt, der mich recht genervt hat, ist, es ist technisch recht instabil. Also, das merkt man vor allem bei der grösseren Welt, es ruckelt alles, es läuft mit 30 FPS. Klar, in den rundenbasierten Kämpfen ist es egal, in dem Sinn, aber es sieht einfach in Bewegung nicht so schön aus, wie es auf Screenshots aussieht. Und es liegt schon im Trailer jetzt im Fall das Gefühl gehabt, dass Samix in den Animationen, wenn es reinlässt, der Level, dann habe ich gemerkt, da wird es gerade langsamer. Ja, voll. Und eben auch teilweise so zu unerklärlichen Situationen. Also zum Beispiel, wenn du so ein Special machst mit einem Charakter, gibt es einfach so eine Cutscene, wo sie ihre Waffen auspacken und Gegner angreifen und sogar das ruckelt. Und das sollte jetzt wirklich nicht. Es kann ja einfach, so eine Cutscene muss jetzt nicht ruckeln, finde ich. Das ist doch ein bisschen nervig. Die Ladezeiten sind ein bisschen nervig. Genau, die Ladezeiten sind auch, wenn ein Kampf anfängt, spürst du die Ladezeiten. Wenn du das Menü auftust, spürst du die Ladezeiten. Wenn du die Karte auftust, spürst du die Ladezeiten. Das hasse ich. Und wenn du so Next-Gen-Ladezeiten, sage ich mal, von einem besseren PC oder PS5 und Xbox Series X gewöhnt bist, dann
nervt dich das mit der Zeit schon. Es wird langsam Zeit für neue Switch-Hardware, finde ich. Es stört halt einfach die wenigsten. Das ist das Problem. Oder? Es stört einfach uns. Oder? Und die meisten... Es ist einfach... Das ist halt das Game. Oder? Ja, voll. Ja, gut. Okay, Mario & Rabbids Sparks of Hope gibt es jetzt für Switch. Und das muss man sicher mal noch holen. Die sind ja im Gegensatz zu Nintendo Games auch manchmal Aktion. Nintendo Games sind ja einfach nie abgeschlossen. Stimmt. Also gut. Ja, also gut, coole Sache. Dann da bin ich gespannt. Wenn ich dann mal das God of War fertig habe, langt es mir vielleicht. Das ist ein gutes Kontrastprogramm nach God of War. vielleicht das. Sag's nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das Modern Warfare dann soll geben. Ich muss dann mal schauen, ob ich auf ganz stumpfsinniges Lust habe, dann nehme Modern Warfare. Das sieht einfach grafisch krass aus, Modern Warfare. Ja. Das hat der Kollege aber nicht geschwärmt. Übelst. Ich freue mich auf Pokémon nach God of War. Stimmt. Das ist ein guter Kontrast. So viele Games rauskommen, die haben recht. Das ist wirklich Es ist echt viel zu viel. Und WoW, heute ist der Pre-Patch von WoW rausgekommen. Also, auch dort wieder. Ich habe meine Game-Vorschau angefangen für November und habe gesehen, da kommt noch ein Add-on am Ende Monat. Ja, genau. Stimmt. Dragonfly. Der 4. Dezember wird, glaube ich, wieder ein bisschen humaner. Mit der Game. Ja, das High on Life, das ist sicher der Must-Play-Titel nach den Previews. Und Callisto Protocol kommt auch noch im Dezember. Ja, das stimmt. Oh, das stimmt, das kommt auch noch. Fuck. Und Need for Speed. Okay, Dezember wird auch schlimm. Das hat aber witzig ausgesehen. Gut, wenn wir Glück haben, ist es einfach wieder schlecht, wie alle Need for Speed gespielt in den letzten 5 Jahren. Dann kann man das auslassen. Wir geben es dem Simon, der wird es lieben. Also gut. Dann sind wir am Ende vom Podcast angelangt. Domi und Luca, danke fürs Mitmachen. Ich danke allen fürs Zuhören und bis in einer Woche. Tschüss miteinander. Tschüss.